Hallöchen. Ich grüße euch auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich freue mich auch auf alle, die noch kommen werden. Ich freue mich auch auf alle, die bei YouTube einschalten werden, wenn das Video dann nächsten Mittwoch um 18 Uhr online kommt. Ich mach's kurz. Man sieht es ja schon anhand des Titels dieses Streams. Wir spielen heute A Fairy Tale, A Night in Havena. Das ist eine Demo von Ulysses Digital Team, published by Ulysses Spiele GmbH. Die machen hier in Deutschland normalerweise Pen und Paper, RPG und alles, was dazugehört. Und die haben aber auch ein Digital-Team und ja, die kümmern sich um eine Videogame-Umsetzung von diversen Pen- und Paper-Rollenspielen. Jetzt hat es DSK erwischt, das finde ich sehr gut, weil meine Frau ist ein großer DSK-Fan. Wir haben Katzen, wir lieben Katzen und man spielt ja Katzen. Und wir starten einfach mal rein, würde ich sagen. Ich schaue zwischendurch in den Chat, also für die Leute, die auf YouTube gucken, ne, ich habe zwischendurch den Chat hier live, weil das Ganze hier ja über Twitch aufnehmen. So, wir starten rein. Ja, wir haben ja keinen Spielstand, deswegen neues Spiel. Los geht's. Ich bin echt gespannt. Ist es die Demo? Karanor Kettenfaust. Die Milchbar in Havena. Warm, trocken und menschenleer. Aber mit Katzen. Hier treffen sich die Katzen der Stadt. Und hier beginnen viele Abenteuer für einen Kater wie mich. Sind wir. Basim Ramlecker. Oh mein Gott, die Namen. Das ist ja super. Hallo Karanor, schön dich zu sehen. Hier, die Milch geht aufs Haus. Aber nicht besoffen werden davon. Danke, ist das ein gratis Getränk unter Kämpferkatern oder brauchst du Hilfe? Ach, ich kämpfe doch nicht mehr, seit ich in die Mausefalle getreten bin. Ohne dich wäre ich da nie rausgekommen. Aber wenn du fragst, kannst du mal schauen, ob es auf dem Teppich Ärger gibt. Auf dem Teppich. Auf dem Teppich? Genau, auf dem Teppich, hä? Was meinst du mit auf dem Teppich? Auf dem runden, bunten Teppich da vorne in der Mitte. Dem, der die Bar erst so richtig gemütlich macht. Ich glaube, Ronan macht da mal wieder Stunk. Kein Problem, ich kümmere mich drum. So, okay, alles klar. Hilfsbereiter Kater, sorge auf der Treppe für Ruhe. Auf dem Teppich für Ruhe. Mir doch egal, was auf dem Teppich ist. Ich bin eine Katze. Ich werde jetzt erstmal alles runterwerfen irgendwo. Hallo? Hallo? Kann ich. Oh Gott, steck das wieder weg, Junge. Ich weiß nicht, ob das ist wie bei The Last Samurai, wenn man da schwer zieht mitten in der Menge, da fangen die an, nervös zu werden. Klettern. Springe oder laufe gegen auffällige Objekte, wie zum Beispiel zerkratzte Bretter, Pergolas, Netze oder abgedeckte Kisten, um zu klettern. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lang die Demo ist und wir werden sehen. Das sieht schon mal ganz putzig aus, ja, ne? Oh Gott, wie süß! Können wir hüpfen? Man kann springen. Geil. Das ist ja so viel. Vier oder E. Ach so, ja, man kann das übrigens mit dem Controller spielen. Ich weiß nur nicht, ob es Steam Deck kompatibel ist. Ich nehme mal an, ist es noch nicht Steam Deck kompatibel, aber wir quatschen erstmal mit der Katze. Guten Abend. Was gibt es denn bei euch zu feiern? Hat jemand beim Mäuserennen abgeräumt? Viel besser, ich bin ein Klaugenie. Wusstest du das? Ich habe ein dickes Ding gedreht. Was? Ich muss weiter. Was für ein Ding? Was für ein dickes Ding war es denn? Ha! Fischpralinen. Ich habe Kaiserin Ohaya, Entschuldigung, boah, alle DSA-Fans, die hauen mir gleich einen rein. Persönlich die Pralinen geklaut. Direkt aus ihrem riesigen bunten Palast. Und das ist ja wohl eine Feier wert. Wie hast denn das gemacht? Du hast Kaiserin Rohaya bestohlen? Das stelle ich mir nicht einfach vor. Wie hast du das gemacht? Du bist Kaiserin Rohaya mal begegnet, oder? Wenn sie ihren Heldenball veranstaltet. Da warst du doch eingeladen, oder? Praojona Fersengold ist die Katze übrigens. Ich kann anhand der Namen, weil ich mich nur semi-optimal in dem DSA-Universum auskenne, kann ich anhand der Namen leider nicht ganz so gut ableiten, ob es Weiblein oder Männlein ist. Praioana, Praios, geweihte Katze. Ich würde mal sagen, könnte ein Weibchen sein. Wie hast du sie beklaut? Nee, warte mal. Hast du eingeladen, oder? Ja, wie hast du sie beklaut? Ja. Ja, das ist wahr. Ha, wusste ich doch, ganz ehrlich. Rohaya ist schon was Besonderes. Und ich habe sie beklaut. Voll stolz.
Okay, wie hast du sie denn beklaut, hm? Ja, wie hast du sie denn beklaut? Iha, Ohaya wohnt ja im bunten Palast und hat jede Menge Menschen, also nicht direkt durch die Tür, ist ja klar. Ich bin einfach durch den Garten. Wusstest du, dass da eine riesige Katze wohnt? Gelb, mit schwarzen Flecken, aber kann nicht sprechen. Ich bin einfach oben drüber. Ein Ast, die Fassade und zack. Hab mir die Fischpralinen direkt vom Tisch geschnappt. Ich wette, der redet oder sie redet von einem Tiger. Ne? Gelb, schwarze Flecken, könnten Tiger sein. Hm, das ist eine Feier wert, aber ich muss weiter. Dir noch einen schönen Abend. Hallo? Frag doch, ob du eine Fischpraline haben kannst. Was bist du denn für eine Katze? Hallo? Ach, ich dachte die ganze Zeit, sie hätte hier geredet. Warum ist denn jetzt das Pünktchen über ihr? Ach, was weiß ich. Hallo, Ashlyn. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Uns geht's gut. Wir schauen in die Demo von DSK rein. Ich bin ganz begeistert, dass die auf einmal so aufgeploppt ist wie so ein Pilz. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt dran gearbeitet wird. Billy. Entschuldigung, Karanor. Hast du bitte kurz Zeit? Um was geht es denn? Ronan ist so gemein. Er hat mir meine Filzmaus geklaut und sie hier irgendwo versteckt. Ich vermisse sie sehr. Es ist eine schöne Maus und der beste Pfotenschmeichler. Ich schau mal, ob ich sie finde. Eine Filzmaus. Ronan ist echt unmöglich. Aber was meinst du mit Filzmaus? Ich muss mal alles erklären hier. Nein, eine Maus aus Wollfilz. Ein tolles Spielzeug. Ohne sie wird es einfach nicht richtig gemütlich. Ich suche danach. Ich schau mal, ob ich deine Maus finde. Hier ist sie ja. Ja, also die Demo, die ist kostenlos, kann man sich bei Steam runterladen. Dauert auch gar nicht lange, frisst 2 GB, alles cool. Also es lässt sich leicht steuern. Man hat auf dem Space hat man die Sprungtaste, ehe es eine Unterhaltung anberaumen. Und wie heißt die ganz normale Steuerung, also die übliche PC-Steuerung. Esmeraldo. Guten Abend, du bist ein Frühlingsgeborener, oder? Nach außen vielleicht noch eisig, aber im Innern voller Kraft und Wärme. Nein! Nein? Aber warum sollte das wichtig sein? Der Zeitpunkt unserer Geburt bestimmt unseren Charakter und die Sterne weisen uns den Weg. Wir widmen uns ihrer Beobachtung, um zu wissen, was die Zukunft bringt. Willst du wissen, was für dich in den Sternen steht? Nicht von jemandem, der nicht mal weiß, dass ich kein Frühlingsgeborener bin! Das ist Unsinn. Ja, warum nicht? Wir kosten das mal voll aus. Ne? Wir nehmen die Unterhaltung mit. Ja, warum denn nicht? Ja, warum nicht? Erwarten mich weitere Heldentaten, muss ich Maurizio, oh Gott, mal wieder helfen. Wenn man einen anderen Namen erwartet und ihn dann falsch liest. Du bist kein Maikätzchen. Ich kenne mich damit leider gar nicht aus. Wie ist das? Hat das Relevanz tatsächlich in DSA? Ist ja das gleiche Universum, ne? Also. Große Heldentaten. Aphasma hat ihr himmlisches Knäuel halb abgewickelt. Das heißt große Herausforderungen, aber umso größeren Lohn. Doch du musst mutig sein und dich den Gefahren stellen. Das mache ich sowieso. Danke, ich werde mal darauf achten, noch mutiger zu sein als sonst. Ich werde mal darauf achten. Gut. Ich muss mir mal Face Expressions hier angucken. Am Quatschen. Ja, schön, dass sie so viele verschiedene Katzenarten mit reingenommen haben. Also zumindest von den Texturen erstmal. Er ist ja von der Figur ganz anders gebaut, ne? Eine ganz andere Katze. Was könnte das sein? Boah. So ein Perser-Maine-Coon-Mix. Die Schnauze ist ein bisschen länger. Aber ich kenne mich mit Katzenarten auch nicht so wunderbar aus. Gerade mal mit denen, die wir selber hier zu Hause haben. Ah, okay, ihr spielt alle kein DSA. Okay, gut, dann fühle ich mich gleich verbunden. Dann fühle ich mich hier direkt heimisch, weil ich habe auch keine Ahnung. Aber ich glaube, man braucht auch für das Spiel keine Ahnung haben. Zumindest fühle ich mich gerade auch nicht so überrumpelt. Es war bei Dragon Age damals anders. Da habe ich mich ein bisschen überrumpelt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, man müsste irgendwie so Romanreihe vorher gelesen haben, um alles zu verstehen. So, guten Abend, Binka. Boah, ich wollte Bianca sagen. Entschuldigung, Binka. Ein schönes Plätzchen hast du hier. Danke, was kann ich für dich tun?
Alter, ich dachte gerade, die hätte drei Arme, ne? Aber das ist ihr Zopf. Oder ihr Hütchen. Erzähl mir eine Geschichte. Schönen Abend noch. Erzähl mir mal eine Geschichte. Du bist die beste Geschichtenerzählerin der Stadt. Bitte erzähl mir eine Geschichte. Gern. Was für eine Geschichte willst du denn hören? Etwas über unsere Ahnen oder das Erwachen? Ahnen oder Erwachen? Ich meine, wir werden es eh beides anklicken. Ich glaube, wir machen von oben nach unten, ne? Etwas über unsere Ahnen. Ich würde gerne etwas über unsere Ahnen hören. Einst in einer Zeit, bevor es Menschen gab, machten Vater Preios und Vater Zerzal zusammen Jagd auf die Ratten. Diese versuchten, die Welt zu überrennen, doch unsere Ahnen trieben sie mit goldenen und weißen Krallen zurück. Sie haben bestimmt Horden dieser Mistviecher erschlagen. Oder werde ich direkt neidisch? Als unsere Ahnen die Ratten in ihre Löcher zurückgedrängt hatten, waren sie erschöpft. Preios legte sich zum Schlafen nieder und so ruhte er bis heute. Zerzal dagegen kann nie von der Jagd lassen und ist noch immer auf der Suche nach Beute. Ratten gibt es noch immer. Unser Vater Zerzal will auch, dass wir sie jagen und satt werden. Und es nicht so leicht haben, sonst würden wir alle nur in der Sonne herumliegen wie unser Vater Preios. Er ist auch der Sonnengott. Das war eine schöne Geschichte. Danke, was kann ich für dich tun? Erzähl mir eine Geschichte. Wir holen uns jetzt noch die zweite Story ab. So, schreibt der Chat. Dragon Age Origins ist wunderbar. Ich habe dummerweise mit Teil 2 gestartet. Also, ich bin selber schuld, wenn ich die Story nicht gecheckt habe. Ich habe mit Teil 2 gestartet. Dann habe ich Kana bei Origins über die Schulter geguckt. Ich wurde auch nicht schlauer. Also, trotz, dass ich dann einen kompletten Dragon Age Teil schon Intros hatte. Nichtsdestotrotz, geiles Spiel. Kana ist großer Fan. Die kauft sich jeden Scheiß davon. Hallo, Saluzin. Schön, dass du da bist. Ja, Kana schon wieder motzen. Und Kana freut sich auch sehr auf den neuen Dragon Age-Teil, der dieses Jahr rauskommen soll. Im September, meine ich. So, ich finde Dragon Age-Reihe wirklich großartig, auch wenn der dritte eine recht zähe Phase hat. Da muss man eigentlich auch nichts zu gelesen haben, wenn man bei Origins anfängt. Okay, vielleicht war das der Fehler. Wie gesagt, bei Origins war ich nur passiv mit dabei, da habe ich auch nicht aktiv gespielt, da kriegt man auch nicht so alles mit, ne? Das heißt aber übrigens nicht, wenn ich sage, ich bin mit der Story nicht warm geworden oder ich habe es nicht gecheckt, das heißt nicht, dass ich das Spiel dann doof finde. Im Gegenteil, das hat mir so viel geboten. Ich fand das großartig. Trotz, dass ich bei der Story nicht ganz mitgekommen bin. So, ja, jetzt schreiben die alle hier Dragon Age mit Herzchen. Ja, ist ja gut. Dragon Age, cooles Spiel. Ich hab euch alle lieb, bitte nicht hauen. So, erzähl mir eine Geschichte. Die beste Geschichte. Wir wollen den zweiten Take hier. Das Erwachen. Erzähl mir bitte etwas über das Erwachen. Es war eine ganz besondere Nacht. Wolken bedeckten den Mond und der Wind jaute zwischen den Häusern, als ein blaues Licht über den Himmel fegte wie eine Katze auf der Flucht. Und nach dem Licht folgte der Starhub. Ich erinnere mich daran. Ich war noch ein Jungkater und lag zusammengerollt mit Mauzirio und Leo hinter einem Fass. Wir dachten zuerst, es hätte angefangen zu schneien. Verständlich, der Staub war ein wenig wie Schnee, schließlich war er am nächsten Morgen verschwunden. Doch eigentlich stammte er von dem Himmelslicht, das unsere Ahnen uns gesandt hatten, um uns die Augen zu öffnen. Die Menschen dürfen niemals erfahren, was unsere Ahnen uns geschenkt haben, doch seitdem können wir sehen, gehen und verstehen. Es ist, als hätte uns das Himmelslicht aus einem langen Schlaf geweckt und seitdem wissen wir. Es fühlte sich auch wie Aufwachen an. Wir waren zuerst alle so unsicher auf zwei Beinen. Ich bin ständig umgekippt und Leo eher... egal, wir hatten eine Menge Spaß in der Nacht und du hast mir eine gute Geschichte erzählt. Danke, was kann ich für dich tun? Ja, gar nichts mehr. Auf Wiedersehen, hast du nichts zu erzählen? Wollen wir auch nichts von dir hören. Ich muss aber weiter, den schönen Abend, man sieht sich. Mauzirio und Binka, Mondblick. Okay, er heißt Mondblick. Schön. Hallo Sion, schön, dass du da bist. Sion, wir spielen heute DSK. DSK. Falls du Bock auf Action-Adventure und Katzenpower hast, zieh es dir rein, da gibt die Demo gratis bei Steam. Es ist noch nicht erschienen, es ist quasi Early Access, wenn man so will. Aber wir freuen uns ja alle ganz großartig, dass überhaupt Katzen hier spielbar sind. Miau. Ja genau, jetzt wird im Chat miaut. Wunderbar. Wir sind also alle schon durch und das so früh am Morgen. Wunderbar. Hallo Mauzirio. Boah, ich hab so Angst, dass ich den Namen falsch lesen, ne? Hallo, Mauzirio, mit dir hatte ich hier nicht gerechnet. Was? Er steht die ganze Zeit daneben und du redest sogar noch über ihn. Was machst du in der Milchbar? Lässt man sie dich doch wieder anschreiben?
Naja, du könntest mir auch was von deinen Freigetränken abgeben. Aber jetzt wollte ich nur einen Tipp von Bianchi, bevor ich die... Binka, entschuldige. Bianca Banki. Bevor ich auf die Rennbahn gehe. Und du? Na, was glaubst du wohl? Mir meine Fertiggetränke verdienen. Vielleicht gebe ich dir sogar mal eins ab, wenn du nett fragst. Alles klar, ich denke drüber nach. Wir sehen uns. Achso, nee, warte. Doch, das hat er gesagt. Okay, alles klar. Schwören, was hätten wir gesagt? Was ist das denn? Küttet der Schwanz ob der anderen Sikorus. Aha. Nun gut. Oh, was haben wir denn da? Oh Gott, warte mal. Na ja, ein Sprungrätsel. Der Vince kann sich jetzt beweisen. Hüia! Oh Gott. Was haben wir denn da Feines? Verlorene Filzmaus. Oh, wir haben die Filzmaus. Man kann ja doch relativ weit springen. Ist ja ein Ding. So, gehen wir mal zum Otto zurück. Ui. Aua. Ist nicht, dass das wehtut. So, warte mal. Der war da hinten, glaube ich, ne? Hab Besuch. Na komm. So, dann machen wir mal. Hallo Karanor, hast du meine Maus gesehen? Ja, hier. Ja, habe ich. Hier, bitteschön. Deine Wollmaus. Oh, Mondglöckchen. Filz, es ist eine Filzmaus. Danke, dass du mir zurückgebracht hast. Jetzt kann ich es mir wieder so richtig gemütlich machen. Gern geschehen. Glöckchen. Glöckchen sind wertvolle Sammelobjekte, die überall in Havena verteilt sind. Kannst du sie alle finden? Ja, klar. Nicht alle in einem Rutsch, aber man müht sich. Wir haben unsere erste Mission geschafft. So, was wollt ihr, Leute? Adisha Fasttümmler. Fasttümmler, okay, gut. Richtig gelesen. Sei mir gegrüßt, Karanor. Wir sind der Freundeskreis des vergorenen Fisches. Willst du mitmachen? Wobei. Mitmachen? Gärfisch ist köstlich, aber was meinst du mit mitmachen? Warum sind wir so viel kleiner als er? Oder als sie, Entschuldigung, es ist eine sie. Ja, du könntest an unseren regelmäßigen Treffen teilnehmen, wo wir über Gärfisch reden und Rezepte tauschen. Es gibt auch Häppchen. Was ist denn dein Lieblingsfisch? Aal oder Hering? Was ist denn euer Lieblingsfisch? Da ich vegan lebe, kann ich dazu keine Aussage treffen. Aber es gab ja auch noch ein Leben vor Veganismus. Was war es denn da? Ich habe Aal noch nie gegessen. Ich habe mal Hering gegessen. Dann müsste ich ja zweifelsohne Hering sagen. Ich glaube, das ist ein Bug. Was? Moment. Ihr redet gerade von irgendwas anderem, ne? Ja, okay. Wir nehmen mal Hering, oder? Nehmen wir Hering? Nehmen wir Aal? Also, dein ist bislang der klassische Seelachs? Shit. Lachs ist nicht zur Auswahl, sorry. Zander. Leute. Nimm Aal. Okay, wir nehmen Aal. Ich mag Aal, wenn er gut durchgezogen ist. Und dann mit Thymian rein in die Pastete. Köstlich. Aal? Das ist doch gar kein richtiger Fisch. Warum stand er da zur Auswahl? Er schmeckt scheußlich und er stinkt. Geh doch zu den Aalfressern da oben. Was? Wie läppsch. Oh, und man kann sie nicht mehr anlabern. Ja, dann nicht. Dimitri Balkentänzer. Hilf mir, Karanor, bitte. Aber, pst, Adisha darf nichts davon erfahren. Hast du etwa auch Aal gegessen? Um was geht's denn? Siehst du den Tisch da auf der mittleren Ebene? Da sitzt der schönste, eleganteste Kater der Welt. Seidenpelz. Ach, wenn ich nur mit ihm kuscheln könnte. Doch er sieht sicher nur den Gärfisch in mir. What? Dann ist kein Gärfisch mehr. Dann kann er nicht mehr in dir sehen. Hast du mit ihm gesprochen? Warum sollte er dich nicht mögen? Warum sollte er dich nicht mögen? Du bist also verliebt, aber hast Angst, dass dich dein Schwarm nicht mag. Warum sollte er das nicht tun? Habt ihr schon gesprochen? Jetzt hat er beide Sachen gesagt. Du musst wissen,
Der Gärfisch-Stammtisch und der Aal-Stammtisch sind verfeindet. Doch Seidenpelz und ich, bitte geh zu ihm, sag ihm, ich liebe ihn, aber pass auf, Adagio darf es nicht erfahren. Adagio, ich dachte, Adisha. Okay, ich sage es ihm. Aber ich hieß ihn nicht Adisha? Ja, ich werde sie mal ausrichten. Adagio, Adisha. Oder bist du Adagio? Nee, Wuschelfell, oh mein Gott, der Name. Der Name würde auch eher zu uns passen. Wir haben auch Wuschelfell. Kein Lachs, 0 von 5 Sternen. Schlechte Kommunikation, langsam verstanden, nie wieder. Alles auch geil, ja. Eine gute Lachsforelle finde ich aber besser. Boah, was ihr nicht alle schon gemümmelt habt hier. Wahnsinn. Alles lecker, am besten mit Katzenminze. Ganz ehrlich, ich bin hier auch nur wegen der Rezeptideen. Adisha übertreibt totales. Übertreibt total ist. Okay, vielleicht hat er einen Sprachfehler. Es gibt deswegen sogar einen Aalstammtisch. Ja, moi. Krieg dich mal wieder ein, man kann auch alles futtern. Die Katzen. Warte mal. Mittlere Ebene, ne? Mittlere Ebene. Es schien mir so, als sei der Blick da eben drauf frei gewesen, aber jetzt. Ist das der Aalstammtisch? Nein, ich wollte nicht auf den Teppich. Was ist hier los? Ich wollte eigentlich auf die dritte Ebene. Ich wollte eigentlich nur Ruhe meine Milch trinken, aber jetzt gibt's hier Ärger. Murmur. Danke, Rona zieht mich am Schwanz und sagt, ich wäre feige und hässlich und würde stinken. Das erste kann ich nicht belegen. Das zweite, weiß ich nicht. Könnte auch der Fisch sein. Ronan, entschuldige dich beim Murmur. Und dann setz dich wieder hin. Oder willst du Probleme machen? Gib's aufs Maul. Kriegst gleich Probleme, alte Rattenfresse. Boah, aber... Oh, oh, jetzt geht's aber los hier. Was muss ich machen? Aber direkt mit Schwert, ne? Oder was ist es? Scherbe. Ob Ratten oder Streit um Glöckchen, manchmal hilft nur noch der Griff zur Waffe. Führe leichte Angriffe mit R1 oder linker Maustaste und schwere Angriffe mit R2 oder rechter Maustaste aus. Du kannst durch eine Abfolge von leichten und schweren Angriffen ein verheerendes Combo ausführen. Okay. Durch einen Angriff nach einem Sprung mit X oder Space führst du einen Sprungangriff aus. Okay, cool. Du kannst deinen Gegner ausweichen mit Kreis oder mit der Shift-Taste. Warte mal, die Shift-Taste ist da, okay. Du kannst Angriffe blocken mit L1 oder STRG-Taste. Durch das richtige Timing parierst du einen Angriff. Achtung, eine Vielzahl von Angriffen kann deinen Block brechen. Ich bin gespannt, weil ich bin mit den Tasten nicht so vertraut. Oh. Alter. Alter. Ich will doch einfach nur weg. Lass mich. Runter von meinem Teppich. So. Alles klar. Sein Adelsname. Runter vom Teppich. So. Der hat sich vermaunzt und lässt sich erst einmal in Ruhe. Alles in Ordnung? Danke, Karanor. Warum sind heute alle so gemein zu mir? Erst die fiesen Katzen vor der Tür und dann der hier. Hier drin bist du sicher. Welche Katzen vor der Tür? Ich wittere einen Kampf und Glöckchen. Ein Kater mit geschliffenen Krallen und seine Schläger. Ich glaube, die arbeiten für den Don. Oh, Don Gatto. Sie wollten wissen, wo Rodrigo ist. Rodrigo von Rondra. Wie gut ist das denn? Der Name. Diese Namensspielereien. Genau, aber das weiß ich doch auch nicht. So. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Aber was ist denn mit Rodrigo? Der ist weg, schon seit Tagen. Einfach so ohne ein Wort verschwunden. Sowas macht er sonst nie. Da muss ich mal nach dem Suchen gehen, ne? Er klingt nicht gut. Ich kann ihn jetzt suchen. Ja, ich wollte Bianca Banco fragen, wo ich suchen soll. Die muss hier irgendwo sein. Sie ist gruselig, aber sie weiß schließlich alles. Ja, ja, gruselig. Wir hatten ja schon die Ehre und sie hat uns ja auch schon weitergeholfen. Und hat uns abgeholt mit der Story. Was meinst du mit gruselig? Sie ist eine Geschichtenerzählerin. Achso, Entschuldigung. Was meinst du mit gruselig? Sie ist eine Geschichtenerzählerin und erzählt auch Gruselgeschichten. Aber das meinst du nicht, oder? Sie sitzt immer irgendwo und weiß alles, auch wenn sie nicht dabei war oder ist oder sie niemand erzählt hat. Das ist unheimlich. Woher weiß sie das? Vielleicht hat sie ein Wollknäuel, in dem sie die Zukunft lesen kann. So ist sie eben. Weißt du, wo sie ist? Ja, wir wissen auch, wo sie ist. Irgendwo in der Bar, bla bla bla. Basim weiß das bestimmt. Als Wirt weiß er immer, was läuft. Ja, komm schon. Wir wissen, wo sie ist.
Hm, keine Sorge, ich helfe dir. Ich frag mal in der Bar, wo Binka, Bianco, Banco ist. Dann rede ich mit ihr und dann werde ich Rondrigo, Rondrigo finden. Boah, diese Namen, ne? Oh, wie süß die am Tanzen sind. Ich wollte aber zum Stammtisch der Aalfutterer. Ja, du hast bestimmt eine Mission für mich. Hier ist kein Stammtisch. Ist da oben einer? Ne, warte mal, da bin ich schon hochgekraxelt. Hm. Ist die Küche? Das ist ja alles sehr katzengerecht hier, ne? Von der Größe. Wo befindet sich das? Dieser Ort. Seid ihr die Aalfresser? Ich kann euch gar nicht anlabern. Naja. Das magische Wolkenheul. Nicht zu verwechseln mit der magischen Miesmuschel. Okay. Ja, Rande der Tänzer. Weißt du, wenn du Glöckchen brauchst, geh zum Don. Der verleiht die, weißt du? Ne. Nix da. Der hat bestimmt Zinsen. Der hat bestimmt Zinsen. Und wer seid ihr? Och Gottchen, wie süß. Verlorenes Knäuel, gefährliche Rattengesichte, so viel Arbeit und so wenig Zeit, aber gibt es schon in der Bar genug zu tun. Es gibt auch jede Menge Katzen. Warte mal, hatte ich den jetzt angequatscht oder hat der das zu dem schwarzen Brett kommentiert? Fandungsbrett. Ja, okay. Ich würde dich gerne ansprechen. Was offenbar nicht geht. Stehst du so ungünstig, Junge? Fandungsbrett. Nein, ich habe mich verklickt. Oh, ich verklickt hier. Moin. Tinto vom Fass. Karanor. Alte Kettenfaust, suchst du weiter nach Abenteuern? Du weißt doch, meistens finden die Abenteuer eher mich. Also mal sehen, was die Nacht noch bereithält. Pass bloß auf, dass die Menschen dich nicht erwischen. Dann kriege ich vielleicht leckere Milch und die kriege ich gratis und muss keine Glöckchen bezahlen. Zerzio Schwanzzieher, aha, noch so einer. Hallo Karanor, soll ich dir einen Witz erzählen? Okay. Ja, gerne, lass mal hören. Geht ein Kater auf die Zerzalinsel und ist noch nicht tot. Verstehst du? Der lebt noch. Der war schlecht. Ich verstehe ihn leider nicht. Muss man die verstehen? Zerzal? Todesgott vielleicht? Der war jetzt nicht so gut. Schade. Willst du noch einen hören? Jetzt nicht. Ich muss noch was erledigen. Man sieht sich. Alter, das war doch ein kurzer Witz. Komm. Gut. Dann halt nicht. Noch ein schwarzes Brett. Gradan. Hallo Karanor, wir haben uns gerade gefragt, warum wir eigentlich noch Probleme am Brett hängen. Es gibt doch dich. Du hilfst doch allen. Sehr lustig. Ich könnte auch helfen. Ne, ihr könnt auch helfen, so rum. Weißt du, ich teile gerne auch die Situationen, in denen man helfen kann. Du hast eine ganze Reihe Möglichkeiten dafür vor deiner Nase. Dem haben wir es aber gezeigt. Komm mal, sehr lustig. Ah, sehr lustig. Oh. Mehr Tiefgang hatte die Unterhaltung leider nicht. Katzer Schwarzpunkt. Irgendwann habe ich genug Glöckchen, um darauf zu schlafen. Kannst ja auch ein paar abgeben. Ja, wir wissen noch nicht, wozu die gut sind, außer dass es ein Sammelobjekt ist. Hm. Sag mal, wo ist denn jetzt dieser Stammtisch der Aalfresser? Ich mag Ronan nicht. Neros Langbart. Oder wirklich? Lange Schnurrhaare. Oh, Grüße, du auch hier. Willst du auch Beißer? Schon länger hier. Wie viel hattest du schon? Wie viel hattest du schon? Vielleicht später. Wie viel hattest du schon? Weiß nicht. Aber waren alle sehr lecker. Noch viel Spaß. Nee, du solltest aufhören, komm. Betrink dich nicht. Meinst du nicht, dass du allmählich genug hast? Ich denke, du solltest besser mit dem Beißer aufhören. Was ist denn Beißer? Meinst du echt? Na gut, dann halt Milch. Jede Menge Milch. Hm, gute Idee. Milch ist lecker und macht munter. Katzenminze. Huch, der hängt. Huchala. Katzenminze könnten die hier so wie so ein Drogenbar verticken. Da stehen die Katzen ja voll drauf. Oder Baldrian. Noch schlimmer. Baldrian. Baldrian-Trunk. Na, noch ein Getränk aufs Haus? Für deine Heldentaten hier? Und weil du neulich auf dem Rattenjagd sogar noch in Kanalisation gestiegen bist.
Hm, das war doch selbstverständlich. Du weißt doch, ich helfe gern und kann Katzen wie Rona nicht leiden. Und Ratten erst recht nicht. Ja, aber die Kanalisation seit der Sache mit Leo damals auch nicht. Trotzdem gehst du immer wieder rein auf der Rattenjagd bei der Suche nach Della und Rinky und ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Es geht um Katzenleben, nicht schon wieder die Geschichte. Nicht schon wieder die Geschichte. Bitte nicht schon wieder, Leo ist tot. Ich finde die Kanalisation schlimm, aber Katzen in Not nicht helfen. Noch schlimmer, Ende. Schon gut, okay, Leo ist offenbar eine Katze, mit der er groß geworden ist, hat er ja eben erzählt und Leo ist nicht mehr da. Okay. Baldrian ist wirklich geil. Max ist auch Darrett. Max auch Baldrian? Ich finde, das stinkt. Meine Mama hat immer so Baldrian-Präparat genommen zum Einschlafen, damit die in die Ruhe kommt. Und das hat immer übelst gerochen und die war dann umgeben von den ganzen Katzen, die wir hatten. So, ich hau mich mal in den Lurk. Eventuell bis später. Und falls nicht, dann noch einen schönen Stream. Ja, danke schön, Leon, dass du vorbeigeschaut hast. Viel Spaß im Lurk. Schon gut. Was kann ich sonst für dich tun? Ich suche Binka. Wo suche ich gar nicht? Ich suche Rodrigo. Suchen wir Rodrigo? Ich weiß es nicht. Ich suche Rodrigo, komm. Sag mal, kennst du einen Kater namens Rodrigo? Der Bruder von dem armen Mormor, den Ronan am Schwanz gezogen hat. Der ist irgendwie verschwunden. Ach ja, den suchen wir tatsächlich. Jetzt erinnere ich mich. Den habe ich schon seit Tagen nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der seine Pfoten drin hat. Aber er brauchte Glöckchen. Übrigens, falls du nicht ausgelastet bist, es gibt auch in der Bar etwas zu tun. Das haben wir ja schon festgestellt. Bei Baldrian muss ich immer direkt an die Feuerzangenbowle denken. Wieso? Wieso? Was war denn da? Also ich kenne den Film, die Feuerzangenbowle. Habe ich irgendwas verpasst? Baldrian? Ich suche Binka nicht, ich suche die gar nicht. So. So, ich mache mich wieder auf den Weg. Nein, ich mache mich wieder auf die Pfoten. So, was mit dir, Junge? Naja, heißt er. Oder sie. Hallo, Karanor. Kannst du mir einen klitzekleinen Gefallen tun? Geht auch ganz schnell. Um was geht's? Um was geht's denn genau? Du kennst doch Tino vom Fass. Kannst du dir mal fragen, warum er nicht mehr mit mir über die Dächer ziehen will? Ist doch jetzt dunkel. Sind keine Menschen mehr da. Eich. Kann ich machen. Danke. Er sitzt an einem großen Tisch in der Nische neben der Tür. Naja, bei meinem Orientierungssinn. Großer Tisch, Nische neben der Tür. Ist das die Tür? Bist du Tinto gewesen? Tinto, ja! Auf Anhieb gefunden, ja! So. Naja will mit dir raus. Hm, mal sehen. Aber was ist mit dir? Naja würde gerne wieder mit dir um die Häuser ziehen. Achso, das war ja Karanor, der sagt doch. Mit Naja rausgehen jetzt? Ich bin doch nicht verrückt. Ist doch noch viel zu hell. Alles voller Menschen. Beim letzten Mal hatten sie mich fast. Die Menschen sind weg, Junge. Die sind nicht mehr draußen. Die Sonne ist längst untergegangen. Da können wir in Kleidung raus. Ansonsten laufen die den ganzen Tag nackt rum, die Armen. Die Szene, wenn die gesamte Klasse anfängt, wie betrunken zu tun, machen sie das Wort Baldrian, wenn der Lehrer ihnen etwas von selbstgemachten Obstwaren anbietet. Ach ja, richtig, stimmt. Stimmt, du hast recht. Du hast recht. Okay. Das ist übrigens ein cooler Film, ne? Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, mit Heinz Rühmann, Feuerzangenbowle, richtig super. Gibt einige Heinz-Rühmann-Filme, die echt toll sind. Mein Papa würde sagen, alle, aber ich habe noch nicht alle gesehen, deswegen kann ich das nicht sagen. Nixa, ich warte noch. Wir waren Glitzerkram bei den Menschen holen und dann kam da plötzlich so ein Langbein. Immerhin war es nicht der Katzenschreck. Der Katzenschreck, das ist bestimmt ein Hund. Der Katzenschreck. Der Katzenschreck, ja. Der schlimmste Mensch von allen. Okay, ist doch kein Hund. Wenn der dich erwischt, bist du mausetot. Glück gehabt, aber warum trinkst du nicht mit den anderen? Ihr habt euch bei den Menschen bedient und niemand wurde erwischt. Zeit zu feiern, oder? Ich brauche erstmal eine Milch. Und die reden nicht mehr miteinander, haben Streit, irgendetwas wegen fehlenden Glöckchen. Frag mal Katzka da drüben. Was ist denn Katzka? Bist du Katzka? Hallo? Nee, du bist sehr hier oben. Nein, ich will keinen Witz hören. Katzka. Boah, hatten wir denn schon Kontakt mit Katzka? Weiß gar nichts. Gradan. Nee, mit dem kann man gar nicht quatschen. Oder ist es irgendwie noch Buggy? Es hätten immer mehr Katzen hier, ne? Tänzer. Und noch ein Tänzer, komm. Gönnen wir uns mal eine Unterhaltung. Alles gut, ich bin nur zum Tanzen hier. Okay. Hm. Yeah. Yeah. Fleck.
Fleck Fischfreund. Ja, nee, wenn das nicht Karanor ist. Sag mal, hast du Rodrigo gesehen? Rodrigo? Ist das nicht der Bruder von diesem dusseligen Momo da drüben? Nee, den habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der steckt. Gut zu wissen. Ich muss dann weiter. Dir noch einen schönen Abend. Die sehen aber gelangweilt aus. Kleines Milchschälchen da. Ich hätte es witzig gefunden, hätten die aus einer Schale gesüffelt. Murmur. Nein. Oh, ich habe noch nicht mit Bianco Banco Bingo gesprochen. Ich suche immer noch diesen komischen Tisch. Der Aalfresser. Argat, guten Abend, alte Pfote, wie geht's? Wieder auf Rattenjagd? Wie viel hast du mittlerweile erlegt? 100? 1000! Mindestens. Und wir werden sehen, die Nacht ist ja noch jung. Naja, komm, dann gehen wir mal zu Binka. Ach, lass mich raten, die haben ihren Tisch da oben, ne? Huch, haben wir da eine Katze übersehen? Guck mal, da hinten ist eine Katze. Bisschen ruckelig, ne? Noch die Grafik. Esmeraldo, denk daran, in den Sternen steht die Wahrheit und so weiter und so fort. Das hatten wir schon. Wer hat denn alles Katzen von euch? Also von einigen von euch weiß ich es ja, aber weiß ich es von jedem? Guten Abend, Binkern. Schönes Plätzchen hast du hier. Danke, was kann ich für dich tun? Ich suche Rodrigo. Ich suche einen Kater namens Rodrigo. Arania, rot-blaue Kleidung. Er ist verschwunden und sein Bruder macht sich Sorgen. Wo soll ich mit der Suche anfangen? Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Rodrigo, sagst du? Ich kann dir weiterhelfen, aber meine Dienste sind nicht kostenlos. Mir ist eine Feder runtergefallen. Sie liegt wahrscheinlich ein Stockwerk tiefer. Kannst du sie holen? Ja, klar. Runtergefallen. Dann kann die ja sonst wo gelandet sein. Mauzirio, könntest du das vielleicht für mich erledigen? Bitte. Ob ich dir... Ha, du willst nicht klettern, na gut. Geht ja fix, aber wehe, du zählst wieder auf, gegen wen du mich schon verteidigt hast. Im Gegensatz zu dir zähle ich die besiegten Ratten nicht. Ach ja, stimmt. Man kann zwei Katzen spielen. Genau. Das ist der zweite Charakter, den man spielen kann. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geben wird. Aktuell sind es zwei. Wahrscheinlich bleibt es auch bei zwei. Der eine ist flink, das ist der hier. Er sieht leider ein bisschen steif aus, wie der hüpft. Und er ist der Kämpfer. Genau. Mit dem macht man wahrscheinlich so Sprungrätsel, ne? Ihr habt zwei Kater, genau, das ist der Nero. Den anderen Namen habe ich wieder vergessen. Da sind die Aalfunde. Was? Echt? Meintest du die hier? Ja, aber da ist nicht der Kater, den ich anquatschen kann. Der beißt ja hier zu stark. Scheint ein alkoholisches Getränk zu sein. Ja, okay. Ich weiß nicht. Nee, unter dir? Okay, warte mal. Du hast recht. Du hast recht. Ich sehe sie. Wie komme ich da hin, ohne Schaden zu nehmen? Ah ja, wahrscheinlich hier. Ah, okay. Man muss sich ja erstmal einen Überblick verschaffen. Oh Gott. Okay. Woo! Alter, kletter runter, Junge. Nee, jetzt bin ich zu weit unten. Aber warte mal. Nein! Lass los. Woohoo! So. Halt dich fest. Ja! Mit denen haben wir nämlich noch gar nicht gequatscht. Viora. Ja, das hier ist der beste Platz der Bar. Man hat immer alles im Blick. Vorhin hat ein Freund, dieser Karanor, einen anderen Kater auf den Teppich verhauen. Da flog das Fell. So eine schöne Rauferei. Ja, er muss Murmur helfen. Typisch Karanor. Immer auf der Seite der Schwächeren. Hast du sonst noch was Lustiges gesehen? Was Lustiges vor allen Dingen. Noch nicht so viel. Die beiden Fischtische natürlich verkrachte Liebespaare und Kalazzi wirft schon wieder mit Geschirr. Sag mal, könntest du rübergehen und ihr sagen, dass ich frische Minze habe? Da haben wir so die Katzenminze. Wohin rübergehen? Was meinst du mit rübergehen? Wohin? Zu Kalazzi rüber. Sie sitzen in der Nische bei der Tür. Hat bestimmt einen Krug dabei. Sag ihr, ich habe frische Katzenminze. Was habe ich davon?
Liebesdienst, ey. Sei doch einfach eine nette Katze. So, und was habe ich davon, wenn ich eine Nachricht überbringe? Kalazzi kennt die besten Verstecke in der Bar. Sie wird dir bestimmt verraten, wo du Glöckchen finden kannst. Okay, alles klar. Cool. Gut, das machen wir, aber wir schnappen uns erstmal hier die Glöckchen und dann gehen wir die Feder holen. So, du hast nichts dagegen, wenn ich mal durch. Dankeschön. Södele. Hilft wohl nichts, dann stürzen wir halt eben achtlos in die Tiefe und brechen uns das Katzengenick. Was soll's? Was soll's? Gucken wir mal. Ach, guck mal, hier kann man sanft hinabgleiten. Wunderbar. Hab ich nicht gesehen. Der soll von der Agilität, glaube ich, besser sein als der Karanor, aber ich weiß nicht. Also es fühlt sich... Also ich fühle keinen Unterschied bei der Steuerung. Nein. Ja, wir haben die Feder! Okay, gibt es da noch irgendwas? Ich wittere Glöckchen. Ja, da sind Glöckchen! Nice! So, okay. Das ist gar nicht so einfach, Leute, ne? Ah! Okay. Leben am Limit. So, Seidenpelz, ich habe eine Nachricht für dich. Oh, hallo, du bist doch ein Kater, der schon eine Menge Erfahrung hat. Kannst du mir möglicherweise einen Rat geben? Gern, um was geht es denn? Katzenminze, Leckkröten, andere Substanzen, die für einen gewissen Extra sorgen können? Oder suchst du Gesellschaft, eine hübsche Dame oder einen flotten Aranier wie mich? Sehr schmeichelhaft, aber mein Herz ist vergeben. Doch wie lautet deine Empfehlung für ein Stelldich, eine Mondscheinmilch oder Sahne? What? Milch ist eine gute Wahl, Sahne ist eine gute Wahl. What the fuck? Was spiele ich hier? Und Derek direkt, da sind Glocken. Du alter Perversling. Man kann auch die Wand hochklettern, ja, habe ich gehört. Und Derek möchte die Sahne. Na gut. Sahne. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der keine Sahne mag. Sie ist etwas teurer als Milch, aber damit zeigst du gleich, dass dir dein Gegenüber etwas wert ist. Habt ihr gehört, ne? Also, wenn ihr am Wochenende euch verabredet habt, wisst ihr Bescheid. Er ist alles für mich. Ich danke dir für deinen Rat. Warte mal. Aber das ist doch... Das Seidenpelz... Sollten wir doch verkuppeln mit der Heringsfresserin, Sektenmitglied, ich weiß es nicht. Mauzirio Mondblick, guten Abend. Adagio, nee, alles gut bei dir, was machst du? Guten Abend, wir sind die Ansammlung der Aalesser. Wir treffen uns hier, um über unser Lieblingsessen zu sprechen, nämlich Aal. Aber wir sprechen auch über andere Themen, nämlich andere Aale. Du warst mit Adisha zusammen, ihr seid ein Essstammtisch. Okay, warum geht er denn dann? Du warst mit Adisha zusammen. Warte mal, waren du und Adisha da unten nicht mal ein Paar? Ihr habt doch nächtelang zusammengehockt und nur über Fisch geredet. Was ist passiert? Worüber habt ihr euch gestritten? Über die Frage, ob Aal ein Fisch ist. Ich will nichts mehr mit einer Katze zu tun haben, die Aal für schleimig hält und nur noch über Gärfisch redet. Katzenprobleme. Katzenprobleme. Ich glaube, das kannst du nur mit dem anderen Kader machen. Wir gehen nochmal zum anderen Kader gleich rüber. Tja, passiert. Manchmal trennen sich Wege. Du findest bestimmt bald was wie Neues, die nicht so pingelig ist beim Fisch. Okay, cool. So. Boah, die kann man hier ja runterdeuten, ne? Den haben wir hier noch. Na, kann man nicht mit quatschen? Aha, so, so. Ach, mit euch hatte ich doch schon mal das Vergnügen, ne? Einen wunderschönen guten Abend, Prayona. Okay, ich habe jetzt nicht gelesen. Wie doof. Oh Gott, der Gesichtsausdruck von dem. Oh nein, warum guckt der denn so panisch? Mauzirio, was auch immer du willst, ich bin nicht interessiert. Ich wollte doch nur fragen.
wo du Schleichkatze diesmal eingestiegen bist. Du feierst doch immer nach dem Clown, also was war es und wie ist es gelaufen? Ja, 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 hat sie ja eben schon erzählt. Mozirio, nein. Warum? Okay, offenbar mögen die Katzen nicht jeden der spielbaren Charaktere. Okay, cool. Muss man Leute mit beiden Charakteren immer anquatschen. Und ich tu mir weh. Nee, doch nicht. Mit dem haben wir schon gequatscht eben. Ich... warte mal. Wo war denn nochmal der Typ, dem wir sagen sollen, dass die Katze da hinten Katzenminze verkauft? Katzka? War das Katzka? Na, Katzka, hast du mittlerweile genug Glöckchen, um dich damit schlafen zu legen? Nee, noch nicht. Aber kommt schon noch. Okay. Die sehen alle für mich gleich aus. Ich bin katzenblind. Guten Abend. Sag mal, worüber redet ihr eigentlich? Hallo, du könntest wissen, was wir der Freundeskreis der verlorenen Fische sind und nur über Gärfisch reden. Du wolltest uns schließlich neulich von Ratten am Spieß vorschwärmen. Ratte am Spieß ist lecker. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich liebe Fisch, aber Ratte am Spieß ist total lecker mit Joghurt oder einer scharfen Soße dazu. Geht das schon wieder los? Wir sprechen hier nur über Gärfisch. Also such dir deinen eigenen Tisch. Geh doch zu den Aalhaufen da drüben. Okay. Ja, cool, das Fass war am Weg. Ach, die Liebe ist schon eine ganz besondere Kraft. Oh, wisst ihr, was sein kann? Er hat den Auftrag ja gar nicht bekommen. Dass wir nochmal mit Karanor dahin müssen gleich. Hallo Silas, schön, dass du da bist. Wie ist es denn bisher? Ja, ganz gut eigentlich. Also ich spiele normalerweise andere Genre. Ihr wisst ja, ich spiele Horror und so. Das ist ja was ganz anderes. Wurde sogar von Steam, als ich das eben runtergeladen habe, wurde von Steam angezeigt. Dieses Spiel ist nicht das, was sie sonst spielen, ne? Wie so eine Warnung, Content-Warnung hier. Aber es ist ganz nett. Es ist noch ein bisschen ruckelig, das mag aber an der Einstellung von meiner oder vor allem meiner Grafikkarte liegen. Das muss nicht am Spiel liegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Animation der Katzen, wie sie sich bewegen, so ein bisschen steif wirkt. Das kann man tatsächlich kritisieren und ich hätte mir ein paar mehr Katzenarten gewünscht, aber bisher finde ich das super. Ich finde es cool, dass es überhaupt ein Videogame von DSK gibt. Also insofern, für jemanden wie mich, der so gar nicht in dem Universum beheimatet ist, kriege ich natürlich jetzt so ein bisschen was mit. Das ist ganz schön. Und es ist einsteigerfreundlich. Also ich finde es ganz gut, dass ich gerade nichts von DSA weiß oder nur sehr wenig, weil dann kann ich auch besser austesten, ob das für Neulinge taugt. Haha. Mozirio, das Basim dich hier noch reinlässt. Wo hast du heute deine Pfoten drin? Was machst du hier? Lust auf Würfeln? Lust auf Würfeln? Gibt's ein Minispiel? Hast du Lust auf Würfeln? Mit dir? Nee, lass mal. Hast mich im letzten Mal ziemlich ausgenommen. Echt? Oh, Minigame. Aber waren die Würfel noch nicht mal gezinkt? Tja, wenn du nicht willst. Was machst du hier? Sag mal, wie sieht's aus bei dir? Was hast du momentan so am Laufen, hm? Trinken, siehst du doch. Aber hast du schon von Paron gehört? Dem hat der Katzenschreck erwischt. Wir haben eben schon mitbekommen, Katzenschreck ist ein Mensch, der nicht so gut zu Katzen ist. Der Katzenschreck, ein fieser Mensch mit stinkendem Hund. Wenn der dich erwischt, bist du sowas von tot. Bloß nicht. Danke für die Warnung. So, dann gehe ich mal. Okay, man sieht sich. Ja. Heute keine Kröten, sondern Sahne. Weißt du, ich habe meine Schulden beim Don bezahlt. Na dann, lass sie dir schmecken. Tja, was machen wir denn jetzt? Wir geben die Feder mal wieder ab, ne? Was sagst du? Warum ist da eine Leine über deinem Kopf? Das sind ja quasi so Lines, die nicht dialogrelevant sind oder irgendwie sowas. Na gut. Kennt man ja. Im Havena GRW sind ja auch nur drei Katzenarten drin, aber die sind physisch dann tatsächlich eher divers. Also durchaus unterschiedliche Körperbau. Mhm. Okay. Haben wir hier den DSK-Profi sitzen. Das finde ich gut. So. Ja, bitteschön.
Winker Banco. Ja, Maurizio. Maurizio. Boah, die Namen, ne? Hier ist deine Feder. Tada, Binka, eine schöne Feder für eine schöne Dame. Karanor, das kostet dich was. Zumindest einmal helfen. Danke, Maurizio. Danke, Karanor. Nee, Quatsch. Nun, Karanor, du wolltest wissen, wo du mit der Suche nach Rodrigo anfangen sollst. Das ist einfach. Dafür gehst du am besten zur Mäusebahn. Was? Das ist hinter dem Marktplatz. Was wollte Rodrigo da? Ein paar Glöckchen verzocken? Über die Rennbahn erzählen. Ja, komm. Man kann da auch gewinnen. Da finden Mäuserennen statt. Auf die kann man wetten. Dazu Getränke, gute Gesellschaft, ein Riesenspaß. Einer meiner Lieblingsorte. Ich weiß, Maurizio. Aber du weißt doch, ich hab nicht so mit Glücksspiel. Aber wie du siehst... aber wie sieht's aus? Kommst du mit zur Rennbahn? Rodrigo suchen. Ich brauch noch einen Tipp von Binka, auf welche Farbe ich beim Rennen setzen soll. Geh schon vor, wir treffen uns da. Okay, auf zur Mäuserennbahn. Huch, man kann schleichen. Ich will aufhören zu schleichen. Okay, mit C kann man schleichen, finde ich gut. Aber, Sturzflug. Nein, nicht runterfallen. Okay, Seidenpelz. Wir haben da was für dich. Guten Abend, du bist Seidenpelz, nicht wahr? Ich meine, guten Abend, du bist Seidenpelz, nicht wahr? Der bin ich, ja, worum geht es? Die Meti schickt mich. Ich soll dir ausrichten, dass er dich liebt. Oh, mein Geliebter, ich werde zu ihm kommen, den Stammtisch verlassen. Bitte, Liebesbote, sag ihm, er solle um Mitternacht in den Garten am Tor kommen. Dann wollen wir zusammen aufbrechen. Ich sag's ihm. Ihr solltet die Stammtische verlassen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeine Auswirkung hat, aber ich sag's ihm einfach. Das sind beides Kater. Ich dachte auch. Ich dachte auch, tatsächlich. Das würde ihn freuen. Ich werde es ihm selbstverständlich sagen. Seidenpelz, ich dachte, du wärst auch ein Kater. Aber gut. Vielleicht ist er es auch. Warum nicht? Genau. Gibt auch schwule Katzen in DSK, sagt Silas gerade. So. Sehr unauffällig, sage ich der Katze jetzt, was von dem Treffen. Und konntest du bereits mit Seidenpelz sprechen? Das habe ich. Er erwidert deine Gefühle und erwartet dich um Mitternacht im Garten am Tor. Ja, nice, Glöckchen. Gut animiert. Oh, ich glücklicher, ich kann es kaum erwarten. Ja, ich glücklicher. Es sind zwei Kater, tatsächlich. Sehr cool. Ich kann es kaum abwarten, dass es Mitternacht wird. Nimm diese Glöckchen als Zeichen meiner Dankbarkeit. Nein, ich will die Glöckchen nehmen. Geh mir aus der Sonne. Ich kann die Glöckchen nicht nehmen. Ich muss uns gut positionieren hier. Okay, wo ist denn jetzt die Katze, der wir von der Minze berichten sollen? Nein! Oh. Müssen wir wahrscheinlich nochmal mit der quatschen, mit der Katze hier. Sie haben letzte Woche und so weiter und so fort. Nein! Das hätten wir wahrscheinlich direkt machen müssen, als wir noch Maurizio gespielt haben. Das ist ja blöd. Ja, verkackt. Wisst ihr Bescheid, wenn ihr die Demo spielt, könnt ihr noch was entdecken. Die Nische bei der Tür. Ja, aber ist das... Ja, ist das nicht eine Nische? Mit Tinto vom Fass haben wir schon gesprochen? Ah, guck mal! Das schau meine an, den hätte ich fast übersehen. Guten Abend, schöne Eckhase hier. Danke, Frage, was machst du am liebsten kaputt? Krüge, Flaschen oder Becher? Hat alles seinen Reiz, ne? Das hat alles seinen Reiz. Was nimmst du am liebsten? Krüge. Man kann sie runterwerfen oder zerschlagen. Macht riesen Spaß. Und wie die Menschen dann gerannt kommen. Haha, manchmal ist in den Krügen sogar noch was wert von uns drin. Los, mach mal. Da stand aber Klettern. Mondglöckchen. Nice. Cool, danke für den Tipp. Und nochmal anquatschen. Okay. Nichts mehr Neues, gut.
Oh, jetzt bin ich natürlich scharf darauf, Krüge kaputt zu machen, ne? Die Katzen halt so sind. Machen wir alles kaputt, was sie finden können. Kann man ja auch kaputt machen. Oh, man kann das auch kaputt machen! Oh! Nein, Mann, ich will doch nur ein bisschen tanzen. Das erinnert mich an das Lied von J.O. Huch! Wieso ist denn die Schuhe dann da? Ich dachte, ich hätte die ausgestellt. Oh nein, habe ich die nicht ausgestellt? Muss ich mal direkt gucken hier. Ich habe die ausgestellt. Ja. Dann ist sie doch da. Ja, keine Ahnung. Dann ist das halt so. Naja, freut ihr euch, ne? Habe ich gedacht, hätte ich der Schuh heute den Haaren abgedreht? Was Nettes? Fies! So, was mit Naya? Und hast du schon was rausgefunden? Hm, Tinto wurde fast erwischt. Der braucht noch ein bisschen Milch und Ruhe, aber warum redet ihr aktuell nicht miteinander? Keine Ahnung, auch Katzka nicht. Die reden doch immer mit allen. Versuch's mal bei ihr. Ha! Ich weiß, wo die ist. Der habe ich eben schon mal gequatscht. Hier, du bist Katzka. Sag mal, du und die anderen reden nicht mehr miteinander. Ihr seid doch sonst immer so dicke. Stattdessen hört sich Tinto freiwillig Certius miese Witze an. Den haben die Menschen fast erwischt. Da will er doch warten mit rausgehen, verstehe ich. Aber die anderen... Einer von denen hat ein Glöckchen geklaut. Man beklaut seine Freunde nicht. Das weiß sogar Mount Sirio. Hm, ja, das weiß sogar Mount Sirio. Eben, genau. Wir haben die Beute geteilt, aber da war ein Mondglöckchen zu wenig. Eben war es noch da und dann schwupp was weg und keiner will es gewesen sein. Das kann nicht sein. Also da muss ein Dieb hinterstecken. Was meinst du, wer hat's genommen? Tinto nicht, der hatte noch das große Zittern. Fleck vielleicht, der ist eine schlimme Pfote, aber Yaran war so schnell weg und ist immer verschuldet, der Fellhaufen. Yaran und Fleck, okay, ich rede mit Yaran. Was machst du mit Glöckchen? Was machst du denn mit dem Glöckchen, hm? Na, Sammelmondglöckchen sind das Beste überhaupt. Irgendwann habe ich einen großen Haufen zum Draufschlafen. Okay, wir reden mit Yaran, keine Ahnung, wo der ist. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich mach mal die Musik ein Ticken leiser. Die ist nämlich ein bisschen laut. Zumindest auf meinen Kopfhörern. Mhm. So. Yaran, Yaran. Bist du Yaran? Du bist Yaran. Hallo Yaran, sag mal, was ist denn los? Keiner von euch ist auf den Dächern, Tinto hört sich miese Witze an und Katzka meint, du hättest Glöckchen geklaut. Ey, es ist der Flurfunk, ne? Mistkatze, ich war das nicht! Weißt du, ich hab nur meine Glöckchen genommen! Ich beklau meine Freunde nicht, weißt du? Hm, irgendwo muss das Glöckchen noch sein und Katzka meinte, du hättest dich beeilt wegzukommen. Ja, ich hab mich beeilt, weißt du? Ich hab mir was beim Don geliehen gehabt und wenn man nicht zahlt, schickt er seinen Schläger, weißt du? Ich weiß, es ist von Don Gatto die Rede. Ja, deshalb habe ich mich beeilt, weißt du, jetzt ist es dunkel, wir können raus, weißt du, weiter Glitzerkram holen, aber Tinto hat Schiss, Katzka, naja, sind sauer und Fleck, er war's. So, wo ist Fleck? Wo ist Fleck? Wo haben wir den gesehen? Bist du Fleck? Fleck! Ha! Direkt erwischt. Und sonst so, hör mal, du Schwein, du hast deine Freunde beklaut. Hallo Fleck, sag mal, ich hab da Sachen über dich gehört. Wenn du Unterhaltung schon so anfängst, ne? Gerüchteküche, es gibt nichts Schlimmeres. Ihr habt bei den Menschen Glitzerkram geholt und bei der Beute fehlt ein Glöckchen. Oh, war ja klar, Fleck war's. Fleck würfelt gern, Fleck versäuft seine Glöckchen, Fleck hängt mit Katern wie Mount Sirio rum. Ich hab's nicht, klar. Und wo ist das dann? Hm? Nee, frag mal Yaya, wie auch immer. Die ist schlau. Ich trinke noch aus. Bald haben sich alle eingekriegt und dann geht's wieder los aufs Dach. Aber hat Naya uns nicht einen Auftrag gegeben? Jetzt bin ich verwirrt. Und
Was hast du rausgefunden? Ach nee, Naya wollte, dass wir rausfinden, warum die nicht mehr miteinander reden, ne? Hm, du und deine Freunde habt euch um ein Glöckchen gestritten und keiner hat's. Was weißt du darüber? Miau, es geht um das Glöckchen? Ich dachte, das Ding gehört niemandem, darum habe ich es mitgenommen. Kann ja nicht einfach ein Glöckchen so rumliegen lassen. Also ein Missverständnis. Und jetzt? Ja, gib das Glöckchen wieder. Abwand und Milch trinken, regen sich alle wieder ab. Du kriegst das Glöckchen, werden alle... wird allen passen, dich alle mögen. Komischer Satz. Passt. Komm, nehmen wir mit. Nein, wir wollten das Glöckchen anklicken. Boah, war... Der Radius, ne? Der Radius, wo man mit denen quatschen kann. In dem Schummerlicht trifft der alte Spruch, in der Nacht sind alle Katzen grau. Ja, ja. Für mich sowieso. Ich finde das, also ich habe ein schlechtes Katzengedächtnis offenbar. Namen kann ich auch nicht so gut. Aber dafür kann ich ja wild rumklicken und diesen Stream sinnlos in die Länge ziehen, weil ich eine Katze 500 Mal anklicke. So, warte mal. Wir haben ja jetzt herausgefunden, wer die Glocken hat. Kann man da nochmal aufklären irgendwie? Okay, cool. Wir haben einfach die Glöckchen bekommen und fertig aus Mickey Maus. Wir müssen nochmal mit Seidenpelz reden, glaube ich, ne? Dem die frohe Kunde überbringen, oder haben wir das? Bin mir gerade unsicher. Und sehr ärgerlich, dass wir das mit der Minze jetzt nicht abschließen können. Aber vielleicht kann man ja nochmal mit dem Mauzirio quatschen. So, wir sind fertig mit dir. Ich flehe dich an, eile zu meiner Geliebten und sag ihm, dass ich zu meinem Geliebten und sag ihm, dass ich ihn um Mitternacht im Garten am Tor erwarte. Ja, hab ich ja schon gemacht. Hab ich ja schon gemacht. Nein. Wie komme ich am schnellsten wieder nach oben? Ich muss wahrscheinlich mal den kompletten Bretter da eben hochklettern. Naja. Hauptsache, wir spielen eine Katze. So. Was könnte er für eine Katze sein? Der Karanor. Was ist das für eine Katzenart? Mauzirio, geh schon vor. Ich komme gleich nach. Ja, aber... Kann man sterben? Kann bestimmt sterben, ne? Wir gehen mal raus zur Mäuserennbahn. Ich glaube, wir haben ja alles erledigt. Ja. Miau, mach die Türe auf. Ah, Meeresrauschen. Hallo. Haben wir Pfotenabdrücke? Guckt mal, wir haben Pfotenabdrücke. Oh, wie süß. Man sieht, wo wir langgelatscht sind. Okay. Ja. Oh, da war ein Mondglöckchen. Boah. Kann man die angreifen? Oh, das macht denen gar nichts aus. Die haben aber schon ein kleines Katzenproblem in der Stadt. Das sind sehr viele Katzen. Die Katzenplage. Miala Entenschreck. Genießt du auch den Abend in der besten Stadt der Welt? Ich meine, Havena ist doch die beste Stadt der Welt. Zumindest, wenn die Menschen schlafen. Unsere Stadt. Was findet ihr ist die beste Stadt in Aventurien? Was ist eure Lieblingsstadt? Karanor ist der Weiße. Wenn ein Firunsbärchen-Bogenkatz. Etwas kleinere weiße Katze mit langem Fell. Mhm, okay. Firunsbärchen. Oh Gott, wie süß. Das ist ein süßer Name. Kann man ins Wasser fallen? Man kann ins Wasser fallen, ne? Ja, dann sind wir dann tot. Das will ich nicht. Kann man speichern? Spiel verlassen. Letzten Speicherpunkt laden. Ich wusste gar nicht, dass es automatisch speichert. Ich glaube, wir wurden nicht darauf hingewiesen, ne? Ja! Okay. Bringt nichts. Okay.
Er steckt sehr schnell das Schwert weg. Ich fände es ganz cool, wenn er das länger in den Händen halten würde. Was ist das denn hier? Die wollen wohl Stress, die Streuner. Jona Stahlkralle. Wenn das nicht Karanor ist, der Retter der Kater und Kätzchen. Sag mal, du kennst das Rodrigo, oder? Weißt du, wo er ist? Aha, Schutzgelderpresser hier. Ach, guck mal, eine Glückskatze. Schön. Rodrigo, nie gehört. Was wollt ihr von ihm? Als Momor fiese Katzen vor der Tür erwähnt hat, da dachte ich mir schon, dass du es bist, Jona. Treibst du immer noch Schulden für den Don ein? Bist du deshalb hinter den beiden her? Hinter Momor redet keine saure Milch. Der Feigling ist mir egal. Aber mit Rodrigo würde ich gern mein ernstes Katerwort reden. Also, wo ist er? Keine Ahnung, aber ich glaube, wir müssen auch mal ein ernstes Katerwort reden. Jetzt gibt's aufs Maul! Mit diesem Stampfen kann Karanor seinen Gegner zurückwerfen. Die Wut baut sich mit der Zeit im Kampf auf. Du entfesselst sie mit L2 bzw. mit Q. Also man kann das Ganze auch mit einem Controller spielen. Zu einem heftigen Stampf. Nein! Nein, ich bin tot! Die haben mich kaputt gehauen! Von allen Seiten weggebumst! Neuschaffen im letzten Speicherpunkt. Ja, klar. Uiuiuiui. Alles nochmal neu. Alles nochmal neu. Na toll, Vince. Entschuldigung. Ich bin halt ungeübt. Mit meinem Schwert. Ich kämpfe lieber mit Krallen. So. So, also einer meiner liebsten Aventurenstädte ist Lohwangen, auch weil da mein erster Charakter her ist. Und noch ein paar andere. Wehrhafte Händlerstadt mit zwei Magierkanonen. Ja, cool. Mehr stampfen, wenn du wütend bist. Ja, ich fettfinger immer auf der Tastatur. Ich bin auch ständig auf diese Zurückspringtaste gekommen. 3 gegen 1 ist auch unfair, ne? Echt mal. So, warte mal. Kann ich das mal üben? Nee, kann ich gar nicht. Gut. Wir skippen das. Wir wissen, was er sagt. Was wollt ihr von ihm? Die wollen was aufs Fell, die Meute. Ja, sehr gut. Ein Hammer. Ja! Ja! Wir haben ihn! Ja! Ja! Platt gemacht. Warte mal, die sind tot? Wir sind Mörder! Wir haben unsere Artgenossen gekillt, aber die waren auch Katzen. Man tötet keine Katzen, nicht mal als Katze. Du Brutalo, 3 gegen 1 unfair. Ja, sei denn, man ist Karanor! Aurelio Krötenlecker. Alter, warum? Das Ende ist nah. Es kommt immer näher. Auf leisen Fohlen schleicht es sich an, um uns zu verschlingen. Wir werden alle sterben. Verstehst du? Sterben! Wovon redest du? Du hast zu viel Kröten geleckt. Digga. Ey, Leute, merkt euch den Spruch, ne? Wenn euch irgendjemand ziemlich auf die Eier geht, dann sagst du einfach, boah, hast du Kröten geleckt oder was? So, wovon redest du? Welches Ende ist nah? Wahrscheinlich nur ein K.O. Despawn. Töten ist tatsächlich ein Katzen-No-Ho. Echt mal. Echt mal. Das Ende von allem. Du, ich, Havena. Es gibt keine Welt hinter Havena. Wir werden untergehen, alle. Ich kann es fühlen. Der Boden vibriert, die Milch gerinnt. Der Wind spricht davon. Die Mäuse pfeifen es aus den Ritzen. Havena droht Gefahr? Oder den Katzen von Havena? Ich wollte Kater sagen. Kennt ihr das? Wenn ihr ein Wort sagen wollt, dann entscheidet sich das Gehirn zwischendurch um und dann kommt da irgendwie so ein Pfff raus. Meinst du einen aggressiven Hund oder einen besonders gefährlichen Menschen? Den Katzenschreck vielleicht?
Ja, nein, es sind viele. Sie werden die Stadt überrennen, wenn wir es nicht verhindern. Sie sind längst unter uns. Der Tod stammt aus unserer Mitte. Schon bald werden sie kommen. Der hat eindeutig zu lange an Kröten geschlabbert. Ja, wer denn nun? Ja, sie! Du hast eindeutig wieder zu viel Kröten geleckt. Ich muss los und du, lass in Zukunft besser die Pfoten von den Kröten und die Zunge. Ja, aber vielleicht ist doch was Wahres dran. Vielleicht sind die Irren unter uns ja die Sehenden, wer weiß. So, ja, Mischwörter kenne ich auch. Oder wenn dann irgendetwas ganz anderes rauskommt, weil der Kopf schon drei Sätze weiter ist. Ja, voll peinlich, ey. Schlimm, wenn das im Stream passiert, weil das hast du dann auf Kamera halt, ne, beziehungsweise auf Video. Das geht dann halt nie wieder weg. Wenn man es einmal ausgesprochen hat in so einer Unterhaltung unter vier Augen, alles gut, ne? Ah, was ist das denn? Eine Katze versteckt sich, hallo. Ein Siamkater. Carilla Jägerin. Psst. Lass mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Bitte verrate mein Versteck nicht. Hier ist ein Glöckchen und du hast niemanden gesehen, ja? Oh, gibt das Glöckchen und ich habe jemanden gesehen, der Glöckchen hat. Danke, was machst du denn hier im Busch? Beobachtest du jemanden? Tut mir leid, darüber darf ich nicht reden. Und jetzt geh bitte. Ist es eigentlich immer nur ein Glöckchen oder sind es mal drei? Oh Gott, ich habe dich schon wieder angeklickt. Entschuldigung. Ja, dann leg deine Glöckchen doch nicht hier direkt neben dich, meine Freche. Kann man hier irgendwie Fässer kaputt machen? Ne, kann man nicht, okay. Ja, cool, okay. Wir haben die Bande auf jeden Fall verscheucht. Wir sollten wahrscheinlich zurück in die Gaststätte gehen. Tue ich aber nicht. Ein Siamkater. Jägerin. Oh, Entschuldigung, eine Siamkatze. Entschuldigung. Misgendered, Entschuldigung. Hallo, Kana! Na, ist Smite vorbei? Oder kein Bock mehr? Oh, so viele Katzis. Oh, hallo! Warte, Milo, sagt mir das was? Oh, hallo, willst du mein neues Lied hören? Bisher geht es so. Leitern, Balken, Pergolas, Seile, Bretter, Pergolas. Oh mein Gott, das ist ein super Lied. Ich finde, das klingt schon sehr gut. Danke, danke. Leider habe ich Pergolas immer noch doppelt im Text. Passt schon irgendwie. Es gibt zum Klettern nichts Besseres. Aber ich wollte kein Wort im Liedtext doppelt haben. Pergolas zum Klettern. Wie wär's mit Kisten? Hey, wie wär's mit Kisten? Komm. Wie wär's mit Kisten? Danke, leider zu kurz. Vielleicht lasse ich es auch so. Kommen die Pergolas eben doppelt vor? Sollte eh viel mehr davon geben. Du meinst, Pergolas sind das Beste zum Klettern? Spricht das eigentlich richtig aus? Pergolas? Legolas. Ja, das geht das einfach perfekt für Pfoten, besonders wenn noch Ranken drauf sind. Das musst du unbedingt probieren. Danke für den Tipp. Dir noch viel Erfolg beim Dichten. Leitern, Ranken, Pergolas. Wunderbar. Ich schau kurz rein. Der Angriffsmodus Runden laufen katastrophal. Hatte jetzt eine Gruppe, wo einer fehlte und zwei gefeedet haben. Aufgegeben? Nö, wollten sie nicht. Ja, ist immer so. Ist immer so. Die haben einen Winz in der Gruppe. Ich will auch nie aufgeben. So, Dille. Also für jemanden wie mich, der mit der Steuerung von PC-Spielen generell nicht so vertraut ist, ist es aber ganz okay. Also, Kämpfe läuft. Juhu! Kann man schieben? Oh, hier geht's hoch. Oh, wie cool. Naja! Glühwürmlis! Alti-Fassspringer. Hallo, du hast es aber eilig. Kleiner Tipp, wenn du weitergehst, spring ins Heu. Das ist weich, dann tut die Landung nicht ganz so weh. Danke für den Hinweis. Ey, weißt du, so ein alter Kriegsveteran hier und das wusste der nicht. Oh, da brauche ich jemand Hilfe. Was ist los? Flauschefell. Haben wir nicht schon mal mit dir geredet? Flauschefell? Irgendwie sagt mir das was. Aber eben hatte auch einer irgendeinen total niedlichen Namen. Guten Abend, sag mal. Du bist doch ein richtiger starker Kater, oder? Um was geht's? Ich übe jede Nacht. Ah, abends immer erst 50 Tatzen, lieber rechts und links. Naja, du musst gar nicht trinken. Danke, lieber Chat. Du darfst trinken.
Trinken ist gar nicht so wichtig. Wenn du es nicht tun solltest, dann wirst du irgendwann verdursten. Und das bedeutet, du bist tot. Und das bedeutet, niemand wird hier streamen. Und das bedeutet, dann bin ich endlich... Dankeschön, Schuh, fürs Erinnern. Und ich lese gerade Pergola mit langem A wahrscheinlich. Okay, dann sind das trotz allem Pergolas, ne? Oder Pergolas. Ihr wisst ja, was ich meine. Genau. Oh Gott, die Geräusche beim Trinken, immer als ob so ein Tier gerade ersäuft. So. Erstmal die Luft rauslassen hier. Also, dann Klimmzüge an der Wäscheleine. Kann ich nur empfehlen, aber worum geht's denn eigentlich? Die Kisten hier sind weg. Jetzt kommt man gar nicht mehr hoch. Vielleicht ist eine Kiste hinter der Wand, aber die ist zu dick. Das schaffe ich nicht. Kommst du da durch, die Bretter? Na klar. Na klar. Ich probiere das gar nicht. Die Bretter können meinen Kettenfausen nicht standhalten. Okay. Holzwandzerstörung. Einige Wände sind so brüchig, dass ein starker Kater wie Karanor sie zerstören kann. Du zerschlägst Bretterwänden mit einer Reihe von Angriffen. Ja, cool. Na dann, hauen wir mal rein. Okay, ich weiß aber nicht, woran man sieht, dass die Wand jetzt brüchig ist. Sah für mich aus wie jede andere Wand auch. Okay. Das Fenster da ist kaputt, oder? Na egal. Kann man so ein bisschen mitkoordinieren, wohin? Huch! Fertig. Das ließ sich jetzt mit einer Pfote erledigen. Ja, tu mal nicht so. Danke, du bist wirklich ein starker Kater. Gut, dass du immer an der Wäscheleine übst. Übrigens, falls du Spiele magst, red mit Alrik davon. Aha, es gibt natürlich einen Alrik. Warum sieht er so traurig aus? Oh. Oh, guck nicht so traurig, kleines Kätzchen. Eine Pfütze. Schön. Der Reflex auf dem Wasser finde ich cool, diese Spiegelung. Hat die Katze auch eine? Wir haben kein Spiegelbild. Oh nein, wir sind ein Vampir. Eine Vampirkatze. Warte mal, habt ihr das gehört? Das war doch eine Ratte, die ich da gehört habe. Alrik Flinkfote. Guten Abend, wenn das nicht Mauzirios Freund Karanor ist. Lust auf ein kleines Spielchen. Unter welchem Becher liegt das Glöckchen? Hm? Was weiß ich? Ich hab doch gar nicht gesehen, wie du es runtergesteckt hast. Oh, was wollen wir sagen? Rechts, Mitte, links? Es gibt ja sogar Vampirkatzen. Ja, stimmt, stimmt. Das, ich glaube, ich habe sogar mal ein Abenteuer gelayoutet, wo die Illo mit der Vampirkatze drin war. Welchen Becher sollen wir nehmen, Leute? Sollen wir den keine Lustbecher nehmen? Der erste, der schreibt, bestimmt. Links. Okay. Zack. Ich würde sagen, das Glöckchen liegt unter dem linken Becher. Dann sieh doch mal nach. Du darfst den Becher sogar zerschlagen. Da waren ja tatsächlich die Glöckchen. Ui. Ja. Ein Bot hat sich hierhin verirrt. Einfach ignorieren. Und du hast schon wieder ein Bot. Ja, ja, genau. Ein Bot hat sich entwirrt. Kann man die anderen Becher auch kaputt machen? Nee, tatsächlich nicht. Aber kann man das Spiel nochmal spielen? Na, doch Gefallen am Glücksspiel gefunden. Tut mir leid, aber es gibt nur ein Glöckchen pro Gewinner. Hm, verstehe. Wie würde Mauzirio jetzt sagen, man solle aufhören, wenn es am schönsten ist? Der hat uns doch nur angefüttert. Das ist doch wie in Las Vegas, wenn du pokerst. Ne? Die ersten Runden gewinnst du, damit du richtig hoch gehst mit deinem Einsatz und dann wirst du abgezogen. Hey, ha! Pilzgeschnetzeltes mit Rahmsoße. Hey, ha! Oh, man kann in den Busch rein. Ob das Relevanz hat, ob man sich verstecken kann hier? Bin gespannt. Okay, warte mal. Ah ja, jetzt müssen wir hier hoch. Hier kann man hochklettern. Ah ja, wunderbar. Eine Pergola. Hui. Geht's hier denn lang? Ist das hier ein Geheimnis?
Oh, Gott sei Dank. Was? Was war das? Stand gerade irgendwas? Klettern? Okay, stehe ich jetzt nicht? Hm, da oben kann man auf jeden Fall drauf, ne? Okay. Das ist schon cool, ne? Kann man hier viel entdecken. Hüpf mal drauf, mein Freund. Ein Hinterhof. Und da hinten sehe ich Glöckchen. Wir lassen da einfach Glöckchen liegen. Wir kommen nie wieder zurück, ne? Hallo. Noch eine Kerze. Kinia. Karanor, schön dich zu sehen. Hinter der Wand raschelt es ziemlich. Ich glaube, da ist jemand ziemlich groß. Jetzt traue ich mich da nicht mehr durch. Könnte gefährlich sein. Das macht mir keine Angst. Ein bisschen gerascheln macht mir doch keine Angst. Weg mit der Wand. Und weg mit dem, der dahinter ist. So. Kann man da schon erkennen, wer da ist? Oh, da ist schon... Oh, nee, da sind schon wieder Streuner. Die wollen wir ja... Ich hau ab. Hier, nehmt ihn. Oh, kann man die... Ihr Trottel. Aua. Ich kann die einfach an der Wand, an die Wand locken und dann fertig machen. Was ein ehrenhafter Kampf. Nee. Nein, ich wollte einen Sprungangriff. Auf die Mitte. Ah, seh nix. Niemand sieht was. Oh mein Gott. Hört ihr das? Mein Herz klopft schon. Ich war fast tot. Ha, den hab ich's gezeigt. Kinderspiel. Wenn ich jetzt hier nach links weitergehe, bin ich auf dem richtigen Weg zur Rennbahn. Ich will nicht zur Rennbahn. Ich will weiter Abenteuer in den Straßen und auf den Dächern erleben. Aber man ist danach offenbar direkt geheilt oder so? Ja, gib mir was. Ich hab die besiegt. Ich hab den Weg frei gemacht. Das waren bloß ein paar pöbelnde Schläger des Dons. Bloß, ich wäre fast verreckt, Junge. Der Weg sollte jetzt sicher sein, okay. Geht es dir gut? War ganz schön laut, Fauchen und Waffen und alles. Hm, halb so wild. Die paar Hundnasen waren kein Problem. Das ist bestimmt eine Beleidigung für eine Katze, wenn du sie als Hund bezeichnest. Eine Hängematte. Alter, das sind aber sehr große Flaschen, ne? Das sind wirklich große Flaschen. Muss ich mal vorstellen, das ist ja eine Hängematte, wo ein Mensch reinpasst. Und wenn der nicht vorne und hinten so ein ganzes Stück übersteht, dann ist der so breit oder so groß wie die Hängematte. Dann ist das eine Riesenflasche. Oh, Alter. Hört ihr, wenn Vincent Herzschlag, ist das nicht gut. Sein Herz schlägt sonst nicht. Manno. Hoch mit dir, Karanor. Kann man da rein? Hey, ja. Okay. Hui. Da könnten wir lang. Oh, es gibt so viel zu entdecken. Da oben ist noch eine Katze. Da ist noch eine Mitzi. Wir nehmen so viel mit, wie geht, ne? So. Schnurli, guten Abend. Willst du dich zu uns setzen? Wir haben uns von den Menschen jede Menge leckeres Zeug geholt, die kleinen Diebe. Ein Würstchen geht immer. Ich habe es zwar eigentlich eilig, aber ein schnelles Würstchen auf die Pfote geht immer. Danke. Guten Appetit. Sag mal, du kennst doch diesen Mauzirio. Ich habe gehört, dass er rumgeht und Sternglöckchen verspricht. Dabei gibt es doch hier, gibt es die gar nicht. Stimmt das? Dabei gibt es die gar nicht? Wir haben sie doch. Also, sie existieren. Keine Ahnung, aber es klingt ganz nach ihm. Danke für die Wurst, aber jetzt muss ich leider weiter. Ja dann. Na dann, aber pass auf, der Weg über die Balken ist schwierig. Wir wollen ja eigentlich rüber, aber da unten steht ein Mensch. Was? Das wollten wir nicht riskieren. Da ist... Warte mal. Ah, da juckt vor lauter Schreck meine Nase. Ein Mensch? Es gibt hier Menschen? Was ist das denn? Oh, es gibt Menschen. Oh mein Gott. Das sind Zwillinge sogar. Pass auf, dass dich die Menschen nicht sehen. Wenn du schleichst, bist du schwieriger zu entdecken. Ich meine,
In DSA gibt es alles Mögliche, ne? Goblins, Monster, Drachen, irgendwelche krassen Viecher, Götter. Warum nicht auch Katzen mit Klamotten? Also, dass sich die Menschen dann wundern, wenn sie eine Katze mit Klamotten sehen. Spannend. Okay. Schleichen war C. Mir egal. Oh, man hört sogar das Glöckchen, wenn er jetzt in der Nähe ist. Kling, kling. Kling. Guck mal, das sind Zwillinge. Na, na, na. Ach, der singt. Ja, gut. Lassen singen. Ich wüsste aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Soll ich mal... Warte mal. Hey! Nein! Nein, ich habe versucht, auf den Heuballen zu springen. Nie geschafft. Scheiße. Oh Gott, wo war der letzte Save Point? Gut. Gut. Ah, Mann. Oh, Stealth Mission. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir kein Wort verstehen von den Menschen. So ist es. Ja! Nein! Psst. Mich hat keiner gesehen. Ich wollte doch nur darüber. Oh nein! Ist das eine... Ne, die Wand kann ich nicht kaputt machen? Aber die sehen mich doch. Ach so, da lädt sich so ein Balken auf, ne? Oh nein. Oh, das ist ja fies. Das ist ja fies. Scheiße, die töten mich. Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Ich muss doch irgendwie schaffen, wieder hochzukommen. Hi. Nein. Oh, lass mich bitte wieder auf dem Dach stehen. Lass mich auf dem Dach stehen, bitte. Ja! Gott sei Dank, ey. Aber mich würde echt interessieren, wie man hier wieder hochkommt, wenn man einmal runtergefallen ist. Kann ja nicht die Lösung sein, dass man dann sich erwischen lässt und dann dauerhaft tot ist. Ich habe das vor Jahren mal angespielt. Okay, wovon redet ihr? True, das kann ich per Default in die Sache. Beste Stealth-Taktik, den ins Gesicht springen. Auf jeden Fall mit ausgefahrenen Krallen. Okay. Doofe Menschen. Hühner! Oh mein Gott, das sind Hühner. Schnell, wir müssen Hühner jagen. Wir haben eine Mission. Hilfsbereiter Kater, zerschlage die Wand und triff dich mit Mautirio. Oh, man kann durch die durchlaufen. Oh. Ihr seht aber ein bisschen schmantig aus. Oh! Schuldi? Oh mein Gott! Ich habe das Huhn gekillt. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. So bin ich normalerweise gar nicht. WTF, wie klein ist der Kater? Der ist wirklich klein, ne? Das ist ein Riesenhühner. Hm. Ah, Ashlyn, der Tipp kommt zu spät. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Sollte ich da nochmal hinkommen und runterfahren, gucke ich mal. Genau, gibt Menschensprache 1 und 2. 1 für paar Worte, 2 für vollständig. Ob man den Sinn der Wörter, die sie sagen, versteht, ist aber trotzdem nicht gegeben. Was? Die vegane Winse ist wieder unterwegs. Ekana. Lass mich Hühner im Videospiel schlachten. Das tut denen nicht weh, so. Hühner sind so witzig. Ja, voll witzig, wie die zerplatzen, wenn man die ansticht. Wie meinst du das? Die sind lecker. Hm, interessante Idee. Wie meinst du das? Wenn man ihnen zu nahe kommt, kriegen sie einen Schreck. Sie gackern dann so witzig und hauen ab. Das ist lustig. Wenn es keine Menschen anlocken würde, wäre es noch viel witziger. Ach, man muss auch mal gefährlich leben. Oh, okay.
Die locken also Menschen? Was ist das denn für ein Schweif? Wie sieht denn der Hahn hier aus? Also wirklich. Ey, wie so eine... Wie so eine Flamme oder sowas. Oder eine Wurst. Ja, du bist ein Würstel. Ein Hühnerwürstel, schau. Hau ab. Fürchte mich. Nein, die machen gar nichts, die Hühner. Die machen gar nichts. Ich komme da nicht hoch. Ich bin um. Ja. Voll die Springskills hier. Ja, Glöckchen. In der DSK-Einsteigerbox ist auch so ein Glöckchen drin. Okay, machen die Wand kaputt. Okay, nee. Bevor ich irgendwas mache. Wir haben hier eine Kiste. Das hat doch bestimmt was zu bedeuten. Lass mich raten, die hätten wir da hochschieben können, oder? Ach, wir haben es jetzt auch anders geschafft. Gut. Hi, Kumpel. Ah, da bist du ja. Gut, aus der Bar rausgekommen oder treibt sich da immer noch Jonas Stahlkralle rum? Nee, den haben wir nämlich umgebracht. Das verschweigen wir jetzt unserem Freund. Der sucht auch nach Rodrigo und hat vorhin schon Murmel bedroht. Rattenkot. Dieses räudige Fellknäuel treibt Schulden für den Don ein. Rodrigo hat offensichtlich richtig Ärger. Wir sollten vorsichtig sein. So viele Menschen unterwegs. Ganz toll. Das und dazu sind noch so viele Menschen unterwegs. Da muss ich zur Rennbahn den Weg außenrum nehmen und das dauert. Dann sag doch was. Ich meine, für mich ist das Gedränge kein Problem. Ich gehe schon mal vor und wir treffen uns auf der Rennbahn. Wenn ich Rodrigo sehe, halte ich ihn auf. Was meinst du? Danke, aber nichts wieder mit dieser Geschichte über die Sternenglöckchen. Die hat sich mittlerweile rumgesprochen. Gut, spielen wir wieder ihn. Nach weiten Abenteuern in den Gassen der Menschen. Okay. Suchten Karano und Mauzirio weiterhin nach Hinweisen auf Rodrigos Verschwinden. Hinweise auf der Mäuserennbahn führten Karano in das Spukhaus. Ah, okay. Ist das ja nur eine Demo? Genau, das ist ja nur eine Demo. Das ist geskippt, offenbar, dieser Handlungsabschnitt. Und jetzt landen wir direkt im nächsten Kapitel. Cool. Ich lese mal kurz den Chat. Nicht, dass ihr denkt, ich bin eingepennt. So, warte mal. Oh Gott, der Chat springt schon wieder so böse. Warte mal, ich lese mal ganz kurz. Ja, da hat Kana mich als Mörder beschimpft. Das ist schön. DSK hat ein paar Systementscheidungen, die ich nicht so toll finde. Warte mal, Telefon klingelt gerade. So, da bin ich wieder. Hallo, da war Telefon gerade. So, wo war ich denn jetzt? Warte, ich muss den Chat mal größer machen. Flupp! Also, DSK hat ein paar Systementscheidungen, die ich nicht so toll finde, weil es halt nicht mit DSA wahrscheinlich deckungsgleich ist und ich DSA bevorzuge. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist das Regelwerk ist ein bisschen anders. Bist du in dem Pen & Paper auch so irre witzig? Ich meine, Nero würde mir auf zwei Beinen bis zur Hüfte reichen. Also winzig, meinst du? Ja, Entschuldigung, habe ich mich verlesen. Ja, man ist auch klein. Man ist halt eine Katze, ne? Aber ich wundere mich auch, dass die Hühner so groß sind. Also eigentlich sind Hühner nicht so groß. Nicht so groß. Schon mal Huhn und Katze nebeneinander gesehen. Normale Katzengröße eigentlich. Natürlich sind nicht alle Katzen gleich groß. Gibt ja recht winzige und echte Brocken. Ja, stimmt auch wieder. So. Dö. Ich
Muss jetzt leider aber auch los. Wir fahren heute noch zu meinen Eltern und ich muss noch ein bisschen backen. Wünsche mir was und so weiter und so fort. Hör mal, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Viel Spaß bei den Eltern. Pass auf dich auf und ja, weiterhin viel Kraft und gutes Einarbeiten bei deinem neuen Job, ne? So, gut. Weiter geht's. Karanor Kettenpause. Echt nicht mein Lieblingsort, aber es geht um Katzenleben. Wo stecken Murmur und Rodrigo? Da jammert jemand über mir, vielleicht Murmur. Ich muss einen Weg nach oben finden. Das Spukhaus. Durchsuche das Spukhaus. Ja, cool. Oh, schön. Aha. Der hat sich zweimal malen lassen. Na, 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 na. Hätte ich aber zwei verschiedene Illus genommen. So, dann haben wir Banner. Ein Krönchen. Wir gehen noch nicht da lang. Ich würde gerne... Komm ich dann überhaupt jetzt mal zurück? Nein, wir kommen nicht mehr zurück. Ah, ich bin so ein Trottel. Ha! Da liegt ein Schlüssel. Okay, wir kommen nicht dran. Wir sind zu klein. Was? Was tust du, Junge? Oh, der hat den automatisch weggeschoben. Na gut. Hat wohl nicht sollen sein. Nee. Das Spiel lässt sich nicht austricksen. Okay. Warum verschiebt ihr diese Kiste nicht? Haha. Nein, geht er doch hoch. Mensch, Karanor. Du kleiner Plüschtiger, du. Aber das ist ja ein Lagerraum, ne? Den haben ja Menschen aufgestellt, so wie er ist. Aber da kommst du ja auch als Mensch nicht durch, ne? Also, ist ja eine Kackordnung. Schöne Laterne. Die Menschen sind echt dumm, dass sie die hier stehen lassen. Die nehme ich mit. Macht bestimmt tolles Licht. Mal sehen. So. Ja, war soweit lustig. Euch weiterhin viel Spaß. Ja, euch auch. Schön, dass ihr da gewesen seid. Geisterlaterne. Im Licht der Geisterlaterne kannst du Gegenstände aus der Vergangenheit sehen, darauf laufen und klettern. Ach, cool. Du aktivierst die Laterne mit L2, wenn du mit dem Controller spielst, oder mit Q. Achtung, du solltest die Laterne nicht zu lange am Stück nutzen. Du kannst nicht gleichzeitig kämpfen und die Laterne nutzen. Okay. Können wir lesen? Da liegen Briefe. Ah, Glöckchen. Yay. Brauchen keine Geisterlaterne. Wir hingen. Okay, wir brauchen doch die Geisterlaterne. Hui. Und wie kann man die abwählen? Ach, auch wieder mit Q. Okay. Ja, cool. Cool mit Q. Gibt's hier sonst noch was? Okay, man kann nicht hoch. Irgendwie so eine Invisible Wall. Boah. Wir sind voll special. Wie lädt die sich auf? Okay, cool. Gecheckt, da sind wir wieder. Man soll sie nicht zu lange gleichzeitig nutzen, okay. Was war das? Was war das? Also ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, wo der Unterschied zwischen Karanor und Maozirio ist. Ich höre Ratten. Außer dass Karanor mit dem Schwert halt kämpft.
Oder lass es ein Glasdolch oder sowas sein. Nee, doch, es ist ein Schwert, ne? Rauf mit dir, mein Freund. Okay. Das bringt mir gar nichts, oder? Alles klar. Nee, das bringt mir gar nichts. Ich dachte, da wäre irgendwie was versteckt oder so. Huch. Ist, glaube ich, gerade von alleine weggegangen. Schwertmesser, eventuell besser am Ausweichen. Okay, läuft ab, ne? Ja. Komisch, ne? Doof! Dann nochmal zurück. Den falschen Weg entlang gegangen. Alles klar, gecheckt. Und. So, das meinte er bestimmt mit nicht so lange die Laterne ausrüsten. Ob der Schlüssel aus dem Keller hier passt, ich probiere mal. Tada! Sehr effektiv. Na dann mal rein mit dir, mein Freund. Nein! Warum so viele? Ha! Ihr Lappen! Ich bin auf seinem Kopf. Nein! Ich komm nicht durch, ich sehe ja gar nichts! Hilfe! Fischli! Ah! Wow, Final Move hier! Voll weggeultet! Ha! Na? Ist der festgepackt? Du Schwein! Oh Gott, wie der wiggelt. Brutal. Guck mal, wir haben unsere Ult aufgeladen. Unseren Kuhstampfer. Glöckchen. Ja! Schon wieder das Bild von dem Typen. Jetzt aber gut. Selbstbeweihräucherung hier. Der Mann, der hier gewohnt hat, der war sehr selbstverliebt. Was ist da? Ist da ein Bett hinter? Harry Potter? Tatsächlich, das Bett hinter... Warte mal, was ist das? Da ist ein Ganter hinter hier, so ein Gänserich. Was zum Henker? Why? Das finde ich viel gruseliger als die Atmosphäre hier. Oder als kaputte Möbel und ein bisschen Spinnenweben, wenn da einfach mal random so eine Gans steht. Wenn man sich schon ein Bild leisten kann, dann direkt dreimal das gleiche. Alles klar. So, warte mal. So. Erstmal gucken. Oh, da oben ist was eingekracht. Wie das ausschaut. Okay. Okay. Ah. Sehr gut. Ja. Ja, ja, ja. Oh, was hier? Schwarze Balken. Okay. Durchsuche die Etage. Da muss man sich ein bisschen beeilen, ne? Ja, Glöckchen. Nice. Finde alle 151. Ah, da, ich komme noch raus. Nein! Oh Gott. Nicht gesehen, dass da so eine Kacklücke war. Also falls ihr denkt, ich würde hier rumspasten mit der Sprungtaste, dann kommt die Treppe anders nicht richtig hoch. Ja, wir haben es geschafft. Okay.
Ne. Weg damit, weg mit dem Schmutz. Gary Gott hat die Gans unter der Treppe. Sehr gut. So, das Fass scheint den morschen Boden über den aufgetürmten Möbelhaufen durchbrochen zu haben. Vielleicht finde ich dort einen Weg, um weiterzukommen. Ich sehe auf jeden Fall schon mein Glöckchen. Dankeschön. Okay. Dann mal los. Finde mit der Laterne einen Weg nach oben. Hä, aber ich war doch gerade oben. Also mit 151 Glöckchen kannst du dir noch kein Ballkleid leisten. Kostet 1000. Was? So viel? Uff. Okay. Müssen wir wieder nach oben latschen. Junge! Nein, Entschuldigung. Okay. Ich glaube, das war nicht richtig. Hier waren wir ja gerade. Oh! Scheibkleister. Ich verstehe. Hätte man da etwa... Ja, warte mal. Da kommen wir doch auch bestimmt so hoch, ne? Ja. Nein! Oh Gott. Fast wieder einen Abgang gemacht. Wir laden das Ding nochmal auf. Oh, diese Wand, ne? Warte mal, wenn ich das jetzt wegmache, kann er da so durchlatschen? Schafft er nicht den Sprung, ne? Ne. Schafft er nicht. Nein! Ich weiß nicht, wie man es machen soll. Aber wir finden es heraus. Irgendwie. Oder kann man die Wand zerschlagen? Nee, kann man nicht. Okay. Hm. Ja! Moment. Hier war ich doch schon. Echt jetzt? Wir sehen, warum Vince keine 3D-Jump'n'Runs spielt. Ey! Ja! Ja! Weil ich daran nicht gut bin. Ich hätte auch bei God of War niemals die Platin geschafft, wenn Kana und ich uns nicht immer abwechseln. Sie macht immer die Stellen, die ich nicht kann, und ich mache immer die Stellen, die sie nicht kann. Und auf die Art und Weise funktioniert das. Hm. Finde einen Weg nach oben. Warum? Wir waren da doch eben. Ja, komisches Geisterlachen im Hintergrund. Wenn man mal einen Geist sehen würde, wäre das cool. Hm. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Also nochmal die ganze Chose. Nein, nicht runter. Bitte nicht. Nein! Voll der Profi-Zocker hier. Kann es sein, dass ich einfach zu weit rübergehüpft bin? Gibt es da irgendwie... Guck mal hier. Ich bin richtig, richtig gut. Das muss so... Nein! Oh! Nein, 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 nein! Nein, ich war so kurz dafür. Okay, aber bevor ich den ganzen Kack jetzt nochmal mache, komme ich von hier vielleicht auf diese Planken drauf. Und die Frage ist auch, was habe ich davon, wenn ich drauf gekommen bin? Eine Stunde später. Das ist doch kein Spiel, wo man viele Skills braucht, ne? Ich mache irgendwas falsch. Ich denke zu kompliziert.
Ich hab's rüber geschafft, oh mein Gott! Ja! Yes! Wuhu! Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt, aber ich hab's geschafft. Oh, da hinten gibt's wieder Katzen, die aufs Maul wollen. Ja, ich hab jetzt so richtig Lust, euch kaputt zu hauen! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich hatte gerade echt Angst, dass ich verkacke und dann so ein Ladepunkt vor diesem Sprungrätsel ist. Boah! Hast du gerade First Try geschrieben, Silas? Ja. Ich werde das auf YouTube so schneiden, dass es aussieht, als hätte ich nur einen Versuch gebraucht. Ja, Vince schneidet das dann schon. Ja, ja, genau, Dareth, genau das. Mach ich hier den. Like a Boss. Macht mir das mal nach. Ohne zu wissen, wohin ich muss. Direkt, blind. Also, oh ja, warte mal. Da hinten gibt's noch mehr. Da steht eine Katze rum. Hier ist gerade gar nichts. Gar nichts. Okay, alles klar. Und dann mal rein ins Vergnügen. Grüß Gott. Mormor, hallo. Danke, ich wollte doch nur Rodrigo finden, aber er ist nicht mehr hier. Ich dachte, die Ratten würden mich fressen und dann war da dieser Geist. Ein Geist? Da ist nichts. Das schaue ich mir an. Ein Geist. Wo? Ja. Rede mit dem Katzengeist. Oh, ist sogar ein Katzengeist. Ja. Hier ist ein Fragezeichen. Oh. Misha. Ich hatte eigentlich einen Geist von einem Menschen oder so erwartet. Hallo, kannst du mich hören? Endlich mal jemand Vernünftiges. Ich versuche schon die ganze Zeit, dem da klarzumachen, dass dieser Rodrigo nicht mehr hier ist. Aber er ist einfach nur gerannt. Und dann die mistigen Ratten. Rodrigo war hier? Er hat Angst vor Geistern? Was ist wohl die gehaltvollere Aussage? Komm, er hat Angst vor Geistern! Und vor Ratten ist nichts Persönliches. Wahrscheinlich hast du ihn einfach erschreckt. Also, was hat Rodrigo hier gemacht? Wo wollte er hin? Er hat hier nach wertvollen Dingen gesucht, hat kurz die Laterne da in der Pfote. Aber dann sind die Ratten aufgetaucht und er ist abgehauen. Er meinte was von Marktplatz und Handelshaus. Die Laterne, welches Handelshaus? Danke, gehen. Die Laterne. Rodrigo hat sich für die Laterne interessiert. Wie man sich beim Wühlen so für was interessiert. Aber die Ratten waren ganz scharf auf das Ding. Vincent muss sprechen lernen. Ich kann sie leider nicht mehr jagen, aber ich habe sie etwas erschreckt, bis der da auftauchte. Welches Handelshaus? Das wird groß geschrieben. So ein großes Ding, wo Menschen Dinge rein und raustragen, hat Rodrigo gesagt, welches er meint? Nee, aber er hat auch den Marktplatz erwähnt und da gab es ja nur ein Handelshaus, so ein großes mit rotem Dach. Danke, Haus mit rotem Dach finde ich. Danke für deine Hilfe. Danke, dass du diese Demo gespielt hast. Anzahl der gefundenen Glöckchen, 15 von 24. Echt? Ja, die Minzglocke, die haben wir nicht erwischt. Die Minzglocke auf jeden Fall nicht, weil wir den Charakter gewechselt haben und dann leider nicht mehr die Mission zu Ende machen konnten. Aber die anderen Glöckchen, ja, wahrscheinlich noch über die Dächer, ne? Auf den Dächern am Anfang lag noch ein bisschen was, aber ich bin leider direkt den richtigen Weg entlang. Ja, cool. Ja, cool. Eine tolle Demo. Hat Spaß gemacht. Also, ich bin gespannt auf das fertige Produkt. Auch die Zusammenhänge, wieso, weshalb, warum, was ist die Grundhandlung. Ich meine, gerade ist es ja quasi nur so ein kleiner Auftrag, eine Katze zu finden, die verschwunden ist. Wahrscheinlich ist Don Gatto der Oberbösewicht in diesem Spiel oder irgendeine dunklere, höhere Macht, die hinter Don Gatto steht. Wer weiß, wer weiß. Ja, cool.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin gespannt. Es ist von, ich sag mal, von der Grafik her jetzt nicht so High-End. Gibt es natürlich Spiele, die bedeutend besseren Grafikumfang haben. Aber es hält sich halt eben auch so die Treue. Ne? DSK ist halt sehr, ich sag mal, es ist farbenfroh, es ist peppig. Da steckt sehr viel Energie im Pinselstrich, sage ich mal. Und das kommt ganz gut in dem Spiel wieder durch. Also der Stil ist gut eingefangen. Die humanoiden Zwillinge fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe, es gibt mehrere Texturen von Menschen im fertigen Spiel. Aber es ist ja noch im Early Access. Also insofern, es ist ja nur zum Anfüttern. Und ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich den Stream auch an dieser Stelle beende und euch mit diesen Feelings, mit diesen Eindrücken ins Wochenende entlasse. Wie gesagt, gibt es auf Steam, ist gratis zum Download, ist von Ulysses Spiele bzw. Ulysses Digital Team. Die machen cooles Zeug und das ist eins davon. Ja, in diesem Sinne, ne? Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und passt auf euch auf. Und ich sag mal, ja, bis dahin.